schönen, wunderschönen, sonnigen ersten Advent. Sonntag, schönes Wetter und es ist ein gutes Zeichen, dass wir heute so einen schönen Tag haben. Wenn wir das, was wir heute machen wollen, auch wirklich ernst nehmen und auf unseren Geist anwenden, dann passt das Äußere für uns mit dem Inneren zusammen. Als erstes werden wir hier einfach wieder die Zuflucht rezitieren und das wurde Sattva-Gebet. Bitte denkt daran, wenn ihr Zuflucht nehmt, dass ihr das nicht als Ritual macht, sondern dass euch klar ist, dass ihr jetzt Zuflucht sucht, um aus dem Leiden, die Befreiung aus dem Leiden zu finden. Versucht es nicht zu rezitieren, wir sind Buddhisten oder so, sondern wirklich versucht euch zu sagen, ich nehme wirklich Zuflucht, weil ich mein eigenes Leiden überwinden will. Und dann ist es letztendlich so, wir können unser eigenes Leiden auch nur überwinden, wenn wir allen fühlenden Wesen das Gleiche wünschen. Also es ist nicht möglich, alleine unser Leiden zu überwinden, weil wir alle abhängig sind. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Wesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigebigkeit und den anderen transzendentalen Tugenden. Mögen alle Wesen das Glück und die Ursache des Glücks haben. Mögen sie vom Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Mögen sie nicht vom wahren Glück, welches ohne Ursache ist, getrennt sein. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Verhaftung, was man mag, und Abneigung gegen das, was man nicht mag. Wenn wir so etwas aussprechen, das heißt die transzendentalen Tugenden, da steht eben an der ersten Stelle Freigebigkeit, dann ist es die buddhistische, die Sichtweise, die aus der Lehre des Buddhas sich entwickelt, das ist dann die Ethik. Die Geduld, das wissen wir selber, das heißt also, wir arbeiten dran und geben nicht auf und wir haben eine freudige Anstrengung, das heißt, wir, so wie der Sportler, der trainiert, damit er sein Ziel erreicht, so ist es auch, dass wir eine freudige Anstrengung für uns selbst aufnehmen wollen, so etwas wie, wenn es draußen kalt ist, und wir dann eine warme Kleidung anziehen oder im Zimmer ist es kalt und wir wickeln uns in eine Decke an. Denn das ist ja auch eine Bewegung, wo wir das Kleidung oder Decke nehmen. Es hat etwas mit Freude zu tun. Ich nehme jetzt die Decke und jetzt wird mir warm. Dann ist das eine freudige Anstrengung. Niemals darf in der Praxis die Anstrengung verbissen und zerknirscht und so etwas sein, weil wir dann die Bitternis kommt und die Gefahr besteht, dass wir den Pfad aufgeben. Deswegen sollte es das Gefühl sein der Zuversicht, ja, von nun an, wo ich jetzt Zuflucht genommen habe, werde ich all mein Leiden lernen, mein Leiden hinter mir zu lassen und das, was mir von außen auf mich zukommt, ich erkenne, dass das, was ich dort erlebe, ich habe in früheren Leben und inklusive in diesem Leben selbst die Samen für diese Dinge gesetzt. Das heißt nicht, dass ich schuld bin, sondern versucht es einfach nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung zu sehen. So an dem Beispiel, ne, in Unwissenheit, was machen wir in Unwissenheit? Bringe ich immer gerne das Symbol. Sag mal, es ist bitter kalt, ne? Dann gehe ich runter in die Garage, damit es uns schön warm ist. Gieße ich dann hier Benzin aus und zünde das an. Ich will gerne, dass es warm wird. Versteht ihr? Aber ich bin in Unwissenheit, dass ich dann hier die Bude abfackle. Okay, am Anfang ist uns warm, dann ist uns heiß und dann sind wir tot. Also zu verstehen, dass uns all unser Bemühen, alles, was wir jemals getan haben, wir wollten es nur warm haben und haben die Bude abgefackelt, symbolisch gesehen. Versteht ihr? Übertragt das auf jede Situation. Und dann ist es nicht, wir werden nicht von dem Feuer bestraft. Wir werden nicht von dem zugrunde gehen des Hauses bestraft. Sondern wir
ernten nur die Früchte unserer leidvollen Handlung. Keiner zwingt uns dazu, so blöd zu sein. Wir können ja mal den Nachbarn fragen, sag mal, Nachbar, bei dir ist schön warm, wie kann es denn bei mir auch warm sein? Ich sage, ja, muss ja einen Ofen kaufen. Und ich habe gedacht, ich kann da Benzin auskippen und dann wird es warm. Also nicht die Leute, wenn die das hören, denken, das ist so ein blödes Beispiel. Nein, dieses Beispiel zeigt ganz einfach unsere Situation, die wir subtil in allen Ebenen unseres Lebens haben, wo wir uns verhalten und in diesem Verhalten, wo wir uns und anderen schweres Leid zufügen. Aber immer nur in dem Wunsch, dass uns warm ist, dass es uns gut geht. Unsere leidvollen Handlungen entstehen nicht aus Boshaftigkeit, sondern auf der Sehnsucht, dauerhaftes Glück zu finden. Bloß ist unser Problem so, dass wir unser dauerhaftes Glück nicht kennen. Wir wissen nicht, was das dauerhafte Glück ist. Und da ist die Lehre des Buddhas, die zeigt uns schrittweise, wie wir unser Leben erleichtern. Wenn wir zum Beispiel nicht mehr sauer sind. Dass wir die Anstrengung des Lebens, ne, wir haben Menschenkörper, wir sind jetzt hier, ne, wir nehmen die Anstrengung des Lebens so an, wie sie ist und machen aus dem das Beste. Und dann geht es um Konzentration und Weisheit, wenn ich das richtig lese. Ne? Konzentration bedeutet auch nicht so gucken, so, sondern Konzentration bedeutet, dass man gewahr über alles ist. Auch Konzentration hat etwas mit Entspannung zu tun, nicht mit Verkrampfung zu tun. Und dann, wenn wir so unseren Geist immer und immer wieder schulen, dann haben wir die Offenheit, dass wir die Weisheit, wenn wir etwas von außen, aus der Lehre des Buddhas etwas hören, dass wir das dann auch in unserem Geist sehen. Das eine ist, Wissen ist das eine. Ne? Also jemand, der ganz viele Gedichte aufsagen kann, der Formeln an der Tafel rechnen kann, der technische Zeichnungen machen kann. Da hat jeder von denen hat eine Fähigkeit, aber das bedeutet nicht unbedingt Weisheit, sondern unser Geist kann sich Dinge merken und wir geben sie wieder. Und zwar unreflektiert. Ne? So als Beispiel, wenn jetzt eben jemand so mathematische Formeln an der Tafel ranmacht, ne? Wie weit kann ich diese mathematischen Formeln in der Statik anwenden? Wie stark ein Material sein muss, was für ein Material ich benutze, alle diese Formeln ins Verhältnis zu setzen, das zeigt dann, ob ich wirklich irgendetwas von dem Wissen in Weisheit umgewandelt habe. Zum Beispiel, ne, man kann ein ganzes Kochbuch oder Backbuch, die Rezepte auswendig lernen. Aber wenn man sich nie an den Herd ranstellt und Kuchen backt und Essen kocht, ja, dann werden wir kein Ergebnis erzielen. Deswegen ist es wichtig, wirklich, das ist ganz wichtig, eine Form von Sanftmut uns gegenüber zu haben. Denn wenn wir sanftmütig uns selbst gegenüber sind, sind wir auch sanftmütig anderen gegenüber. Unser egoistisches Leben, was wir normalerweise haben, da sind wir nicht sanftmütig uns selbst gegenüber. Ein ganz einfaches Beispiel, eigene Geschichte früher, ne? Ganz viel Alkohol getrunken. Glaubt ihr, das ist sanftmütig, sich die Binde zu geben, hackevoll zu sein? Ist keine Sanftmut. So schnell zu fahren, ne, dass die Gefahr besteht, dass du da irgendwo am Baum landest, nur weil das Tempo denkst, ah, 80 ist jetzt zu langsam und du fährst dann 160. Und dann sagt ein Baum mal Hallo an der falschen Stelle. Und das war's dann. Es ist keine Sanftmut. Wenn wir eine Zigarette nach dem anderen uns reinknallen, ist keine Form von Sanftmut. Das heißt einfach, wir sind aggressiv gegen unsere eigene Existenz. Wir versuchen, Glück zu erpressen, zu erquetschen aus der Welt. Welt gibt mir Glück. Durch ein schnelles Auto, Alkohol, Zigaretten rauchen, ganz viele Partnerinnen oder Partner zu haben. Immer, man hat etwas, ne, so, man hat, ja, nehmen wir den Gegenstand wieder, ne? Man hat dann irgend so etwas und dann sagt man, ach nee, ah, ich habe mal gesehen, es gibt so etwas viel größer. Also das ist mir eigentlich zu klein. Ah ja, das nächste Mal will ich eine größere. Ne? Und dann, ah, Trungpa Rinpoche,
der hatte so eine dicke Klangschale. Ja, ich bin ja jetzt auch Dharma-Lehrer, jetzt will ich auch so eine Klangschale haben. Wo er dann, genau, er stand auf der Seite, ne? Hat er so seinen großen, also Gong, und hat das gestoppt. Also hat es nicht ausklingen lassen. Ich habe mir so vorgestellt, wie lange das klingeln würde. Ne? Sah schön aus. Versteht ihr, wir haben das subtil, wenn wir kein Gewahrsein über uns haben. Ist uns das, was wir haben, immer zu wenig, dann haben wir immer ein Gefühl von Mangel. Und ich sage es in der Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft leben, wenn wir das ganz ernsthaft betrachten. Das Allerwichtigste ist, dass es ist so, ne, wir sind jetzt keine umherwandernde Yogis, wir haben nicht eine spirituelle Kultur, wo du mit der Bettelschale durch die Dörfer und Städte rennst. Das haben wir nicht. Wir haben das überhaupt, also überhaupt im Ansatz so etwas haben wir nicht. Was wir natürlich haben, sind die Bettler in den Städten, wenn man irgendwo auf einer kleinen Stadt oder großen Stadt auf Bettler, auf Obdachlose trifft. Da gibt es tatsächlich Leute, die in Obdachlosigkeit leben. Und darin glücklich sind, darin zu leben, sie wollen gar nicht in einem Haus, in einer Wohnung leben. Dann gibt es andere, die sind da reingekommen durch, wie sagt man, durch unglückliche Umstände der Welt, in der wir leben, und die immer wieder versucht haben, eine Wohnung zu kriegen und es hat nicht funktioniert. Dann ist das richtig Leiden. Wenn wir Bettler irgendwo sehen, und dann spielt es keine Rolle, wie. Und da kann ich auch wirklich von mir selber sprechen. Ich bin mal in Mitte der 80er Jahre durch West-Berlin gegangen, zusammen mit unserem damaligen wirklich hervorragenden Residenz Lama Lama Pema Dorje. Da sind wir na, durch den Tauentzien runter zum Ku nee, vom Kudamm hoch zum Tauentzien. Und dann waren so eben Bettlerfrauen mit ihren Kindern dort, die eben um Geld gebettelt hatten. Und dann hat der Lama was gegeben und ich habe auch was gegeben. Dann sind wir so weitergegangen. Und dann sagte ich, naja, die Leute, dann wird dann eben so gesagt, ne, dass das eben richtige Bettlerbanden sind. Und dann ist Lama Pema Dorje doch etwas sehr, wie sagt man, sehr deutlich geworden. Ja, warum gibst du denn dann was? Also dann gib doch nichts. Wenn du so denkst, dann gib doch einfach nichts. Dann hat sich das. Aber wenn du etwas gibst, dann gib es. Ja. Tengah Rinpoche, als er in Nepal um die Bodhana-Stupa gegangen ist, da war ich glaube, das war ein Europäer oder ein Amerikaner, also nicht jemand aus Nepal, der hat dann so ein Klemmbrett gehabt und dann hat er so Listen gehabt, Geldspenden. Ne? Und dann hat er Spendengelder gesammelt für Flüchtlingskinder. Alle wussten, dass er die ganzen Gelder nur benutzt hat, um sich Drogen für zu kaufen und da zu leben. Und dann haben die Leute zu Tengah Rinpoche gesagt, naja, wisst ihr schon, dass diese Gelder nicht für die Kinder, Flüchtlingskinder wären, dass er die verbrauchen würde. Sagte er, ja, na und? Er ist da, er bettelt und ich gebe ihm etwas. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu urteilen oder damit umzugehen, ob das nun rechtens ist, ob er bettelt oder nicht. Es ist nur die Frage, ob ich freigebig bin. Ob ich bereit bin. Da ist jemand, der bittet um Geld und ob ich ihm Geld gebe oder nicht. Nur das zählt. Nichts anderes zählt. Denn die Bettler wurden in Tibet immer hoch geschätzt. Das war eine Wertschätzung den Bettlern gegenüber. Warum? Sie geben uns die Möglichkeit, mal etwas unparteiischer etwas zu geben. Wenn wir unseren Kindern etwas geben, unseren Eltern, unseren Geschwistern, wenn wir unseren Freunden Geschenke machen. Das ist die niedrigste, die billigste Art von Freigebigkeit. Sie bringt keinen Eindruck von Freigebigkeit in uns, weil es ja unser Kind ist, ne? Also quasi, ne, unser Kind ist, ich habe ein Geschenk, ne, und ich schenke es meinem Kind. Versteht ihr?
gebe es, ne, von dieser Hand zu meines Kindes Hand, das Kind gehört ja mir, das ist die Einstellung, es ist mein Kind. Ne? Also ich gebe eigentlich immer, wenn ich in der Verwandtschaft etwas gebe, nur von der linken in die rechte Hand. Nicht mehr, das ist keine Freigebigkeit. Jetzt ist da so ein Bettler, den ich nicht kenne. Nächstes Mal komme ich ja vorbei, ist ein anderer Bettler. Und ich gebe dem etwas. Das ist, da ist es zum ersten Mal, da beginnt eine ehrlichere Art der Freigebigkeit. Wenn ich dann im Hinterkopf habe, aber ich bin freigebig, ich wollte euch nur sagen, ich bin unheimlich toll. Ich habe also vorgestern einem Bettler 5 Euro geschenkt. Also jetzt, ich habe jetzt nicht von der Hand in die Hand, ich habe 5 Euro dem Bettler gegeben. Dann habe ich geistig immer noch die 5 Euro. Wisst ihr warum? Na, ich habe sie ihm gegeben. Das heißt, in meinem Geist ist das Gefühl, der Bettler hat eigentlich eine Schuld bei mir. Ich tat ihm etwas Gutes. Ich habe ihm eigentlich nur ein Darlehen gegeben, wenn ich dann so denke. Ich habe es ihm nicht wirklich gegeben. Die 5 Euro, damit gebe ich dann an und erzähle den Leuten, ich habe 5 Euro gegeben. Und deswegen ist es so, was ist die Freigebigkeit? Das bezieht sich nicht nur auf Geld. Freigebigkeit bedeutet, zu helfen, wenn Hilfe notwendig ist, einfach freundlich zu sein, wenn auch andere unfreundlich sind. Keine Erwartungen an irgendjemanden zu haben, sondern einfach, wenn wir jemandem begegnen, einfach nur wirklich freundlich und hilfsbereit zu sein und es auch wirklich zu wollen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die versuchen, besonders bei uns im Westen ist das so, in Asien weiß ich nicht, aber bei uns im Westen ist das so, dass wir uns dann darauf ausruhen und sagen, ja wieso, ich bin doch freigebig genug, ich bin doch freundlich und hilfsbereit. Und hilfsbereit bei uns bedeutet dann, wenn jemand sagt, ah, ich habe jetzt Durst, und dann bringt ja jemand eine Tasse Wasser oder eine Tasse Kaffee. Und diese Art von Hilfsbereitschaft, das ist auch nicht wirklich eine Hilfsbereitschaft, weil es ist so etwas, man zeigt den anderen, wo man hilft. Aber wenn ihr die Straße zum Beispiel irgendwo in Neuruppin, in Berlin, in Gransee oder irgendwo langlauft und ihr seht auf dem Weg eine zerbrochene Glasflasche, dass ihr nicht einfach nur achtsam an der, ihr seht sie zwar, geht einfach vorbei und denkt, das ist ja nicht mein Bier, sondern dass man sich dann bückt, erstmal gucken wir, wo man irgendwo eine Mülltonne oder irgendwie einen Papierkorb, also so ein Mülldings da so findet, und dass man dann sie aufhebt und nicht sagt, naja, das ist eine Sache der Straßenreinigung. Auch das ist eine Form von Freigebigkeit. Und dann haben wir natürlich die Art der Freigebigkeit, wenn Dharma-Unterweisungen gegeben werden. Und bitte denkt daran, ich spreche jetzt nicht von dem, was ich hier mache, sondern ich spreche davon, wenn so Lamas und Rinpoches kommen, die Klöster zu versorgen haben, wo es auch notwendig ist, dass die eben andere berühmte Lehrer treffen, dass die natürlich eine bestimmte Menge auch an Geld brauchen, sonst können sie sich ja nicht bewegen. Bei mir ist ganz klar, ich habe meine Rente, und ich habe ein Loch, wo ich mich verkriechen kann, eine Decke zum Zudecken, und es reicht. Wenn die Leute dann, wenn es im Dharma um Freigebigkeit geht, geht es noch nicht mal darum, dem Lama, dem Rinpoche, denen Geld zu geben, weil wir ihnen das geben, damit sie das Kloster aufbauen können oder damit sie sich frei bewegen können. Sondern es, Freigebigkeit in der buddhistischen Lehre sollte so etwas sein von einem ganz tiefen Bedürfnis, von einer ganz großen Freude, dem Dharma-Lehrer etwas zu geben, weil der Dharma-Lehrer uns etwas gibt, was uns niemand auf der Welt geben kann. Es gibt niemand anders außer diese ganzen Dharma-Lehrer,
ne, wenn es echte Dharma-Lehrer sind, kann uns so etwas Kostbares geben wie die Lehre des Buddhas. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe Leute auch erlebt, die haben dann erzählt, naja, so die dann so 10, 15 Jahre lang, ne, haben sie verschiedenste Bücher über Buddhismus gelesen und sie kommen dann hier so vorbei und sagen, ja, ich habe das alles gelesen, eigentlich bin ich auch Buddhist. Und dann sagen sie etwas, was sie da gelesen haben, und dann bekommst du mit, dass sie das nicht verstanden haben, weil die Lehre kann man nicht aus Büchern lernen. Die buddhistische Lehre, da ist es ganz wichtig, dass jemand Erfahrung hat. Also ein wunderbares Beispiel von unserem Handwerker, den wir hier haben. Wenn der Klaus jetzt irgendwo etwas spachtelt, ne? Hier, ich weiß nicht, ich, sehr wahrscheinlich Jobst, Icke, Brigitte jetzt nicht, aber all die Leute, die so früher in den Jahren hier gekommen sind, was meint ihr, wie oft wir irgendwo hier im Haus oder irgendwo gespachtelt haben? Schaut euch das an. Wo wir denken, wir könnten spachteln. Mal unten im Flur sieht man das wunderbar, ne? Da siehst du alles hier, riefen da, ne? Man kann sagen, ja, das Farbe ist irgendwie nett und auflösend, aber man sieht, das ist nicht gespachtelt, das ist geklatscht. Weil wir keinen, nicht jemanden haben, der uns praktisch eine Anweisung gibt. Ich habe Klaus jetzt die, ne, ob ich sehr wahrscheinlich, also wenn ich 100 werde, dann noch 32 Jahre zu leben habe. Was ich von Klaus am Handwerk gelernt habe, zum Beispiel, warum es ihm so wahnsinnig wichtig ist, dass er sein Werkzeug nach jedem Akt, den er gemacht, wenn er gespachtelt hat, dann macht er sofort die Spachtel ganz sauber. Und dann sagt er hat so einen Spachtel, den er jetzt schon fast 30 Jahre hat. Ne? Den hütet er wie seinen Augapfel. Denn wenn du einen neuen Spachtel hast, den musst du erst einspachteln. Der geht nicht sofort so richtig gut, wie den, den man sich drin eingeübt hat. Ne? Kriegst Besuch. Ne? Die Florfliege mag dich. Und er hat mir das dann auch erklärt. Ne? Er sagte, wenn du so einen neuen Spachtel hast, der hat ganz scharfe, glatte Kanten, so rundherum. Ne? Und der ist dann auch ganz gerade. Und es muss dann einarbeiten, sagt er, seine sind, wenn man es so sieht, ne, dann sieht man so auf eine Art, das ist dann so ein bisschen an den Kanten, so ganz, die ganzen scharfen Kanten sind weg. Und deswegen kann er so ziehen und absetzen. Dann bleibt es glatt. Und dann sagt er, die Eimer, die er benutzt, dann sagt er immer, ja, die soll ich richtig sauber machen. Ja, am Anfang habe ich sie sauber gemacht. Da hat er mir mal gezeigt, wie man das sauber macht. Na ja, okay, geh. Ich habe gedacht, es reicht. Nein, er hat mir dann richtig gezeigt, wie wichtig es ist. Warum müssen die Eimer richtig sauber sein? Denn wenn du auch ein bisschen vom Zement, vom Gips, von der Masse, die man da hat, die man verarbeiten will, irgendwelche Brunniermittel oder was auch immer, dann, wenn Altes drin ist, infiziert man es, dass es schneller kaputt geht. Also das wird hart. Du kannst nicht, kaputt heißt, du kannst es nicht mehr verarbeiten. In sich geht es nicht kaputt, aber zum Verarbeiten taugt es nichts mehr. Also so gesehen ist dann die Spachtelmasse, ist dann kaputt. Und obwohl ich sehr wahrscheinlich in diesem Leben kein Trockenbauer mehr werde und auch kein Maurer, aber das ist ein Beispiel, dass man einem Handwerker zuguckt und ich denke, da oh, kann ich, naja, der kann kein hoch. Na, hier ein paar Rigipsplatten ranmachen, ist doch kein Kunststück. Sondern dieses ständige Beobachten, was der Handwerker macht. Und genauso, wenn ein Dharma-Lehrer, sagen wir mal, nehmen wir ganz einfach einen simplen, in Anführungsstriche, einfachen Dharma-Lehrer. Er hat von seinem Lehrer die Unterweisung bekommen. Auch wenn er eventuell das nicht selbst umgesetzt hat, wenn er aber genau das weitergibt, was er selbst gehört hat, wenn er das, was er gehört hat, genau so weitergibt und sich ganz strikt daran hält, dann beschreibt er auch die Feinheiten. Und dann ist der ganze, man spricht da wirklich, was so in unserer materiellen Welt schwer zu verstehen ist, dann ist der Segen des eigenen Lehrers ist hinter dem Lehrer.
Und dann sind diese Unterweisungen von einem in Anführungsstriche einfachen Lama genauso viel wert wie die Unterweisung eines Rinpoches, eines Linienhaltes, eines Oberhaupt eines Lehrers. Abhängig, wie gut die Übertragung ist, ist abhängig, wie stark der Lehrer das Vertrauen in die eigene Übertragung hat. Die Übertragung, die zurückgeht bis zu Buddha Shakyamuni. Und wenn wir so etwas haben, wir denken, jetzt, wenn jetzt jemand ankäme, uns einen Koffer schenken würde mit einer Rolex und mit einem teuersten iPod und mit Prada-Schuhen und dem teuersten Anzug, den man so für Männer, ne, für die Frauen, eine Prada-Handtasche, eine links, eine rechts und so ungefähr und die teuersten Klamotten, ne, was gerade super in ist oder was ganz teuer ist und zeitlos ist. Und wenn man das dann alles so bekäme, ne, dann würde dann würden wir uns, ja, ich bin schon der Meinung, wir würden uns dann freuen. Wir wären da nicht traurig drüber. Ne? Hingegen bei den Unterweisungen, das habe ich im Westen jetzt immer und immer wieder in den Jahrzehnten erlebt, wirklich die Abfälligkeit, die Banalität, die wir Westler aus diesen kostbaren Unterweisungen ziehen. Also welches Resultat wir daraus ziehen, wenn wir Unterweisungen hören. Wir möchten natürlich gerne bei berühmten Lehrern von denen Unterweisungen haben. So, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir hatten hier den Achim, der war mal ein paar Monate hier zu Gast und hat eine wunderschöne Stimme. Und hat dann auch Leuten Sachen zum Geburtstag, ne, vorgesungen, ne, und hat eine schöne Stimme und sagen alle, na, das war ja nur Achim. Wenn jetzt daneben irgendein, mir fällt gerade ein, der ist schon lange tot, das ist ja jemand aus meiner Kindheit, Rudolf Schock, Operettensänger. Ne, wenn die beiden jetzt nebeneinander, jetzt würden wir mal annehmen, sie würden identisch dieses Lied singen, auf dem Ton genau. Also wirklich Achim nicht falsch und Rudolf Schock nicht falsch und beide die gleiche Qualität in dem Lied singen hätten, in den Räumlichkeiten dort. Ne? Wo man nicht sagt, naja, hat ja, Rudolf Schock singt das ja nur im Akustik. Nein, wenn er das hier gesungen hätte. Ne? Dann wäre für die Leute, die Masse würde dann sagen, ach, die hätten nur dem Rudolf Schock zugehört und hätten die ganze Gewahrsein auf ihn. Die hätten das, was der Achim dann da gesungen hat, gar nicht hingehört. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, wir geben dem äußeren Anschein, wie etwas äußerlich ist, geben wir ganz viel Wertschätzung und denken, das ist etwas ganz Besonderes. Aber der Witz ist, dass wir dann dem, was der Lehrer dann sagt, dann ist unsere Wertschätzung dem gegenüber letztendlich genauso schlecht wie die, die wir dem Achim darbringen, weil wir dem Rudolf Schock nicht die Ehrerbietung entgegenbringen, weil er so gut gesungen hat, nur weil er einen Namen hat. Es gibt so die Geschichte von einem berühmten Lehrer, der, wie das passiert ja immer wieder mal, dass auch die berühmten Lehrer sterben und dann gibt es dann die Wiedergeburten. Und dann werden die Wiedergeburten wieder in ihre alten Klöster gebracht und ganz häufig ist es so, dass dann in der Zwischenzeit, also bevor sie in diese Klöster kommen, dass sie dann meistens schon von jemand anders lesen und schreiben und auch schon buddhistische Texte gehört haben, manchmal auch schon Unterweisungen gehört haben. Auf jeden Fall hat er in einem Kloster von einer Abtessin eines Klosters schon Unterweisungen bekommen. Und diese Unterweisung hat sich so ergeben, dass die eben etwas tiefgreifender wurden. Und dann war er bei seinem, quasi dem Lehrer, den er aus seinem früheren Lehrer kannte, oder wo er vielleicht der Lehrer und es war sein Schüler, und er die Übertragung bekommen hat. Und der Lehrer merkte, dass bei dieser neuen Inkarnation, und die Inkarnation selber auch merkte, dass sie irgendwie, das hat nicht richtig funktioniert. Und dann hat der Lehrer ihn gefragt, sag mal, hast du in diesem Leben jetzt schon von jemand anders
Erklärung in dieser oder jener Art und Weise bekommen? Und dann sagt er, ja, da und da bei der Äbtissin. Und hat der Lehrer gesagt, du musst zu ihr zurückgehen, denn sie hat in deinem Geist das eingepflanzt, was dann die Übertragung ist. Es war, stell vor, ein Nonnenkloster, in Anführungsstrichen eine einfache Äbtissin. Ist ja leider so, dass wir in der patriarchischen Gesellschaft ganz oft sehr wenig Wertschätzung den Frauen entgegenbringen. Und dann siehst du ja, dann hat er gesagt, ja, du musst da wieder zurückgehen, weil er von ihr die Instruktionen, den ersten Blick in die Natur des Geistes gab. Dann war sie quasi, war der Wurzelguru von ihm, ne, die Äbtissin und nicht sein früherer Lehrer. Was ich damit ausdrücken will, ist, wir sollten vorsichtig sein, Menschen von außen zu beurteilen. Also wenn jetzt zum Beispiel Lama Kunga Dorje hierher kommt. Ich habe ganz großen Respekt vor dem, was er macht. Oder auch wenn Lama Kelsang Wangdi hierher kommt. Ich weiß, dass sie, wir wissen nicht, wie hoch ihre Qualitäten im Innern sind, was sie entwickelt haben. Aber stellt euch vor, sie tragen eine 1500 Jahre alte Tradition in ihrem Rücken. Durch Padmasambhava. Sie haben auch viele Übertragungen, die auf Padmasambhava zurückgehen. Und dann eben die ganze Karmakarcha-Linie. Und sie kommen hierher, sie sind nicht einfach nur der Klops, der da auf dem Kissen sitzt und Worte von sich gibt. Und das ist dann abgeschlossen, das ist dann die Unterweisung. Dahinter steckt der ganze Segensstrom der ganzen Übertragung. Und die Art der Wertschätzung, die wir den Lehrern entgegenbringen, die ist so ärmlich, so von einem armen geistigen Haltung durchzogen. Wir damals, als wir anfingen in den 80er Jahren, also wir hatten Residenzlama, eigentlich begann der Residenzlama bei uns 1984. Und wir haben versucht damals, so gut es uns möglich war, mit uns Westlern dem Lama auch die Wertschätzung entgegenzubringen, dass das, was er lehrt, auch kostbar ist. Und wir haben von dem, was er gemacht hat, haben wir immer noch so viel, was seine Wirkkraft, das, was er getan hat, was bis heute durchwirkt. Das kann man drüben an dem großen Meditationsraum sehen, die Texte, die er organisiert hat, die großen Figuren, wie er die Dekoration in dem Raum, die ganzen Brokatstoffe, das hat er alles organisiert. Er hat Brigitte und mir beigebracht, worauf wir achten müssen mit den Gaben darbringen am Schrein, was da von Bedeutung ist, dass das eben sauber und ordentlich sein muss, dass die Ecken sauber und ordentlich sein müssen und nicht nur, dass man vorne ein bisschen rumdütschelt und dahinter ist Mief und Dreck und so weiter. Er hat uns das alles beigebracht und wir haben damals in West-Berlin wirklich versucht, es so gut wie möglich zu machen. Und es hat sich dann bei den Tibetern rumgesprochen, dass Lama Pema Dorje in Berlin, in West-Berlin damals, eigentlich so behandelt wurde wie ein Linienhalter. Also er war ja ein Mönch, er hat 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage im Retreat gesessen und dann ist er in den Westen gegangen. Und wir haben ihn in Berlin behandelt wie ein Linienhalter. Je mehr die Offenheit, ne, die wir am Anfang für ihn hatten, da hat alles, es blühte quasi unter seinen Fingern, weil wir hatten eine Offenheit. Und die Offenheit hörte in dem Augenblick auf, wo die Leute nicht mehr am Dharma interessiert waren, sondern sie waren interessiert an Macht, Ruhm, Anerkennung und dass man irgendetwas gewinnt. Und sie haben in der Gemeinschaft, die Gemeinschaft fing an, untereinander Intrigen und Streit zu sehen. Was führte dann dazu, dass diese ganzen Verbindungen sich aufgelöst haben? Die heilvollen Arbeiten, alles das, was Lama Pema Dorje hier gemacht hat,
das blüht und gedeiht. Das hier hätte niemals ohne ihn existieren können. Das wäre nie entstanden. Er hat daran gearbeitet, also ganz hart auch mitgeholfen. Ich habe zwar auch gestern erwähnt, dass wir diese Institution ohne Ole Nydahl hätten wir das hier nicht. Auch wenn heute das, was er macht, für mich nichts mit der Lehre des Buddhas zu tun hat. Und dass er im Laufe der Jahrzehnte ganz viele Probleme verursacht hat. Das ist für mich so. Nichtsdestotrotz ist er in den 70er Jahren, hat er den 16. Karmapa durch Europa getourt und ist nach West-Berlin gekommen und dann ist diese Institution entstanden. Also wir müssen immer auch eine Wertschätzung haben für Menschen, auch wenn sie mal Probleme machen, aber immer bedenken, dass jeder von uns ist in Verwirrtheit gefangen. Und dass wir die Wertschätzung für jemanden, wenn er etwas Heilvolles gemacht hat, das nicht zerbrechen und wegwerfen und sagen, ja, das ist jetzt furchtbar und den verachten wir jetzt so. Und ich muss wirklich sagen, jetzt den Handwerker Klaus, den wir haben, er hat mir so ein Beispiel gesagt, und das können wir auch im übertragenen Sinne auf die Lehrer, die vorhin wir die buddhistische Lehre hören, übertragen. Er sagte zu einem Freund, den er seit mehreren Jahrzehnten kennt, und die hatten eine richtig gute Freundschaft gehabt. Ne? Und dann hat dieser Freund den Klaus irgendwie hintergangen, also ist irgendwie nicht nett mit ihm umgegangen. Und alle haben gesagt, dann Klaus ist weiter freundlich geblieben und er hat auch weiter davon gesprochen, dass das mein Freund ist. Und dann hat Klaus gesagt, ja, wenn ich da jemanden habe, der so und so lange ein Freund war, warum sollte ich die Freundschaft aufkündigen? Weil er irgendwie sich irgendwie ändert und dann vielleicht sich nicht so nett verhält. Aber ich habe doch die Freundschaft mit ihm. Und deswegen soll ich dann das Ganze, die ganzen Jahrzehnte aufgeben und jetzt unfreundlich sein. Er selber hat innerlich immer noch eine freundschaftliche Haltung zu der Person. Wie weit die jetzt von dem anderen ihm gegenüber ist, das weiß ich nicht. Aber die machen trotzdem immer noch, arbeiten die immer wieder auf irgendwelchen Baustellen zusammen. Oder Klaus, wenn er irgendwas hat, wo er denkt, ah, das wäre ein Job für ihn, dann ruft er ihn an und vermittelt ihm das. Er trägt das nicht nach. Und auf gleiche Art und Weise, wenn wir in buddhistischen Traditionen es erleben, dass scheinbar da irgendwelche Konflikte mit die höheren Lehrer miteinander haben und dann zu sagen, ja, dann habe ich auch kein Vertrauen mehr, wenn der Lehrer jetzt auf einmal so oder so ist. Ne? Da ist Klaus ein gutes Beispiel dafür. Wir haben in unserer Tradition wunderbare Unterweisungen von den früheren Sharmapa Rinpoches, den Sharmapas gehabt, den Linienhalter in der Vergangenheit, der Linienhalter in unserer Tradition war. Und auch ich selbst habe von Sharma Rinpoche, von Sharmapa, das Bodhisattva-Gelübde bekommen und die Amitabha-Einweihung. Und es war fantastisch. Ich bin so glücklich über diese Unterweisung, die ich bekommen habe. Und wenn er jetzt dann irgendwann irgendwo Trouble entstanden ist, dann ist das sein Problem. Das ist nicht mein Problem. Wir in unserem normalen Leben, wenn jemand dann irgendwo etwas macht, dann beginnen wir an, den zu verachten und setzen den herab und haben keine Wertschätzung für das, was er oder sie mal gemacht hat. Es gibt in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder hat es Leute gegeben, die hier geholfen haben. Und deswegen schätze ich das, was auch Leute früher gemacht haben. Es gibt immer noch Spuren von meiner Partnerin, mit der ich damals hier zusammengelebt habe. Man kann immer noch sehen, was sie damals gemacht hat. Und es ist immer noch schön, dass das, was sie gemacht hat, immer noch da ist. Dass man nicht denkt, weil jemand im Streit weggeht und dass man dann einfach nur abkotzt und schlecht über den redet. Und so ist es, wenn wir jetzt von Freigebigkeit sprechen, ne, dieses Beispiel, was Klaus seinem Freund gegenüber entgegenbringt, ist eine besondere Art der Freigebigkeit, nämlich
dem anderen nicht etwas nachzutragen, wo wir selber Schwächen, wir haben ja selber Schwächen und Macken. Wir selbst sind ja nicht perfekt. Also ich definitiv nicht, ihr vielleicht, aber ich weiß, ich bin nicht perfekt. Und ich enttäusche Leute immer wieder. Leute sind ganz oft von mir enttäuscht, sie erwarten, dass ich anders bin. Aber sorry, es gibt nur diesen Promi jetzt gerade. Also diesen Promi gibt es wirklich nur einmal. Ne? Es gibt zwar Millionen von besseren Dharma-Lehrern als der hier. Aber jetzt im Augenblick ist es halt nur, dass der da ist. Und es geht nicht um die Person, nicht um den Fleischklops, der hier rumsitzt, sondern es geht nur um die Wertschätzung, die wir der Lehre des Buddhas entgegenbringen. Wenn wir das am Anfang nicht lernen, dem eine Wertschätzung entgegenzubringen, dann wird das nachher für uns nur eine intellektuelle Beschäftigung sein. Ich habe heute Morgen in dem Buch von Seishen Gyaltsab The Chariot of Freedom. Das ist ein Buch, wo die vorbereitenden Übungen, also Unterweisungen zu den vorbereitenden Übungen sehr ausführlich niedergelegt werden, dass ein Lehrer immer einen Zugriff darauf hat, also wie er dem Schüler am besten die vorbereitenden Übungen erklären kann. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Buch aus dem Tibetischen ins Englische übersetzt worden ist, dass es gedruckt wurde und dass wir das jetzt hier in der Bibliothek haben. In diesen Büchern wird dann so beschrieben, die Art und Weise, wie wir mit der Lehre umgehen sollten, welche Haltung wir haben sollten, wie wir das machen sollen. Und da steht es eben drin, dass wenn wir nicht untersuchen, dass die Lehre wirklich kostbar ist, da steht dann so ein Satz drin, geeignet sind für diesen Pfad sind diejenigen, die nicht sich verlieren oder große Worte haben in weit schweifenden Konzepten. Ne, also wenn wir Konzepte lieben und wir begegnen der Lehre des Buddhas, dann verkonzeptualisieren wir die Lehre des Buddhas. Und dann kriegen wir den Kern nicht mit. Wir wissen nicht, was zu machen ist. Wir können zwar das alles auswendig runtersagen, aber wenn uns jemand unseren Kaffee wegtrinkt, dann kommen wir runter in den Teeraum und denken, wo ist denn meine Tasse? Ich will jetzt hier meinen Kaffee trinken. War vielleicht der letzte Kaffee, auch wenn es kalter Kaffee ist. Aber der Kaffee war ja süß und den wollte ich doch gerne trinken. Und dann kommen wir runter und dann sagen wir, ey, wir hatten meinen Kaffee weggeräumt. Und dann sagt Ramon, ja, du raus, ich habe den weggeräumt, weil es sollte ja schön aussehen, der ist ein Raum, dass da nicht eine Tasse mit einem halben Pfütze Kaffee rumsteht. Ne? Und dann sage ich dann zu Ramon, sag mal, bist du bescheuert? Das war mein Kaffee. Was fährst du meinen Kaffee an? Ja? Oder anders, ne? Dorothee hat gesagt, ach, ich dachte, das war von Wolf ein Kaffee. Und dann habe ich dann einfach den Schluck weggetrunken. Und dann sage ich, Dorothee, das war mein Kaffee, wie kannst du meinen Kaffee wegtrinken? Ihr lacht darüber. Aber das sind Dinge, die ich in den buddhistischen Kreisen immer und immer und immer wieder erlebt habe, wo die Leute sich zu verhalten haben. Sie haben 5, 10, 15, 20 Jahre die Praxis gemacht und gehen quasi symbolisch so mit sich und der Welt um. Wenn der Sohn nicht pariert, wie man dann denkt, dann verachtet man ihn, beschimpft ihn, hat keinen Sanftmut, erkennt nicht sich selbst in der Schwierigkeit drin. Dharma praktizieren. Die sagen, sie gehen den Pfad des Dharmas, vernachlässigen die eigenen Kinder, benutzen die eigenen Kinder, um zu sagen, naja, wir können nicht immer jetzt hier rauskommen, ne? Am Anfang, ne, als noch in noch eine große Gruppe hier waren und so, und dann kamen Leute dann eben Wochenende und haben geholfen. Und dann sagten dann diverse Eltern, sagten, ja, wir können da nicht jedes Wochenende rauskommen, das ist für die Kinder, und dann haben die dann eine Abneigung gegen die Lehre des Buddhas. Also so hat man mir das gesagt. Viele, viele, viele Jahre später
Die Kinder sind erwachsen und dann kommen die Kinder vorbei. Und wie das so ist, ne, sie wussten die Absprache nicht mit den Eltern. Und dann sagten die Kinder, ach, war das so eine schöne Zeit. Wir wollten gerne so oft rausfahren, aber unsere Eltern hatten keine Lust. Also haben die Eltern die Kinder benutzt, um eine Ausrede zu haben, nicht rauszukommen und zu helfen. Es geht nicht darum, dass ich die Eltern kritisiere, sondern es geht darum zu verstehen, was Dharma-Praxis ist, was Freigebigkeit ist. Freigebigkeit, jedes Mal, wenn wir Freigebigkeit üben und ein Gewahrsein in unserem Geist haben, empfinden wir eine ganz tiefe Entspannung. Unser Geist entspannt. Entspannt aber nicht, ne, wie ich das eben so mitgekriegt habe. Ne. Also ich habe auch einmal 1000 Euro Donation gekriegt. Ich gebe zu, innerlich war das schon ein bisschen so eine Schnappatmung, ne, weil ich das noch nie erlebt hatte, ne, dass dann jemand sagt, ja, er findet das. Ne. Aber die Person wollte mich kaufen als Guru. Ich sollte den Guru markieren. Ach, glaubt ihr wirklich, ich kann einen Guru markieren? Kann ich nicht. So wie ich hier mit euch spreche, so spreche ich mit Günther. Ich rede mit jedem gleich. Ich kann nicht sagen, ne, ich gebe dann Unterweisungen und dann gehe ich in einen anderen Move über. Das kann ich nicht. Ja, und dann war die Person zutiefst enttäuscht, dass ich ihre Vorstellungen, ja, diesen Vorstellungen nicht gefolgt bin. Ne. Natürlich hat sie mir gesagt, das ist natürlich für den Platz, aber es war, weil ich die Unterweisung gegeben habe. Ne. Wie ich auch immer sage, ne, wenn jemand mir irgendwie Donation gibt, das fließt eh hier rein. Also ich gehe da nicht in den Puff, ne? 1000 Euro im Puff in Berlin. Wäre vielleicht gegangen, aber hätte ich nie gemacht. Ja. Auf der anderen Seite, ne, was jetzt um Freigebigkeit geht, da geht es darum, dass einem ganz berühmten Lehrer wurde vorgeworfen, dass er Geld, das er bekommen hat, dass er das Geld seiner Mutter gegeben hat. Das hat man diesem Lehrer vorgeworfen, nämlich Soger Rinpoche. Er hätte seiner Mutter das Geld gegeben. So, ne, so Vetternwirtschaft. Ne? Also Soger Rinpoche hat seiner Mutter Geld gegeben, was er bekommen hat. Und dann haben die Leute mit unserem westlichen Denken das Vetternwirtschaft. Ne? Einfach der Mutter das Geld zu geben, was man selber kriegt, ne? Der Mutter zu geben. Und dann zu glauben, dieser Rinpoche gefälligst, der sollte den Dharma unterstützen. Und wenn er seiner Mutter gibt, dann unterstützt er den Dharma nicht. Versteht ihr, wie absurd das ist? Ja. Ohne seine Mutter gäbe es keinen Soger Rinpoche. Was ist das wichtigste Wesen in unserem ganzen Leben? Es ist unsere eigene Mutter. Die Mutter ist das Allerwichtigste. Ja, Vater ist auch wichtig. Aber jetzt halt mal ehrlich, da hat er seine 2 Minuten bis 20 Minuten nur Freude und Glück und dann kann er abhauen. Da heißt das so schön, einmal rein, einmal raus, ist er Klaus. Und dann ne, einmal ins Treppenhaus rein, einmal raus, ne, dann war die Frau schwanger. Das geht ganz schnell. Und der Mann kann wegrennen. Dann kann der Mann sogar von Samenraub sprechen. Versteht ihr, was ich meine? Daher die Wertschätzung in unserer Gesellschaft, die wir der Mutter entgegenbringen, sie ist so verrottet, sie ist so vergiftet, sie ist so zerstört, weil wir Männer haben einen ganz großen Minderwertigkeitskomplex. Die Frauen sind immer ganz nah an der Weisheit dran. Wenn die Frau dem ersten Gedanken folgt, spricht sie meistens die Weisheit. Kommt der zweite Gedanken, dann kommt das, ich spricht schon das Ego. Das heißt dann, ah ja, da kann man so und so machen. Ja, aber ich will gerne das und das haben. Und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich das nicht. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich beobachte das seit Jahrzehnten. Ne? Wenn ich so Leute höre, ne, dann höre ich so hin, wenn so Pärchen sich unterhalten und dann ganz spontan sagt eine Frau irgendeinen Satz. Das ist dann der erste Satz. Und dann hörst du den zweiten Satz, wo der zweite Satz den ersten Satz korrumpiert und dann kommt der ganz selbe Quatsch raus, den wir Männer immer verbraten.
Das ist dann kein Unterschied. Aber die Frauen sind immer näher an der Weisheit dran als wir Männer. Das ist Fakt. Und Padmasambhava hat gesagt, eine Frau kann schneller Befreiung erlangen als wir Männer. Ist so. Es entspricht auch meinen Beobachtungen. Wir Männer sind methodisch ausgerichtet. Und wir probieren aus. Und wir probieren auch die geistige Befreiung aus. Wir müssen üben und dann das und das noch und das noch, was bei den Frauen ganz oft ganz spontan da ist. Und das neiden wir Männer den Frauen. Es ging ja jetzt an dem Wochenende jetzt um Karma, ne, Gesetz von Ursache und Wirkung. Und deswegen habe ich jetzt Freigebigkeit aufgegriffen, weil Freigebigkeit ist der erste Schritt zur geistigen Befreiung. Warum Freigebigkeit? Weil wir Menschen sind im Begierdebereich. Wenn wir im Begierdebereich sind, wir wollen etwas haben. Meins, 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 meins. So, das ist das, was der Charakter von uns Menschen ist. Sammeln, hab ich. Ne? Nicht nur einmal Shantideva, zweimal Shantideva, dreimal Shantideva, hab ich. Ja, das ist meins. Ne? Diese Haltung, die haben wir. Weil wir im Menschenbereich, das ist der Menschenbereich. Und um dem entgegenzuwirken, deswegen ist es der Parameter der Freigebigkeit, wird an erster Stelle erwähnt. Ich hätte ja auch zum Beispiel Geduld hätte oder noch Konzentration hätte ja auch als erstes sein können. Ja, wenn wir Konzentration zuerst üben, dann üben wir ganz konzentriert. Meins, 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 weil wir die Tendenz dazu haben. Und deswegen steht Freigebigkeit an der ersten Stelle. Weil das ist, das Gegenteil von Freigebigkeit ist Halten. Und wir halten an allem fest. Wenn wir sterben, müssen wir alles das, was wir angesammelt haben, zurücklassen. Und wenn wir eine Anhaftung an die Objekte haben, die wir besessen haben, dann kann es uns so passieren, wie ich gestern erzählte, der Mönch, der diese wunderschöne Robe von dem ganz tollen Stoff hatte und er freute sich so sehr schon, dass er die anzieht auf dem ersten Bettelgang am nächsten Tag. Und er wurde so schwer krank, dass er dann in dieser Nacht dann gestorben ist. Und er hat nur gedacht, ja, also keiner soll meine Robe anfassen. Und er wurde dann als Käfer auf dieser Robe wiedergeboren. Also der ist dann da rumgelaufen und hatte dann auf einmal einen Käferkörper. Und dann, das ist meins. Und dann, ne, haben sie so eine Zeichnung gemacht, wo ich gestern erzählt hatte, was ich von Ameisen kenne. Ne? Und dann macht er so, zack, und dann ist er weg. Und das ist die Anhaftung. Die Anhaftung bindet uns an leidvolle Situationen, das Festhalten. Deswegen ist das allererste, der wichtigste geistige Impuls ist der Freigebigkeit. Und nicht der dummdreisten Freigebigkeit, ne, wo man irgendeinem Guru einfach alles gibt und wo man sieht, dass da eigentlich Sinnlosigkeiten rauskommt und man lässt sich erklären, dass da irgendein Sinn drin wäre. Nehmen wir das Beispiel. Dem Dalai Lama haben mal Leute unterstellt, ja, er würde mit einer Rolex rumlaufen. Der hat die nicht gekauft. Irgendjemand von den vielen Anhängern hat ihm dann mal eine Rolex geschenkt. Aber der hat nicht eine Sammlung mit lauter Rolexen. Das besitzt er gar nicht. Also diese ganzen Dinge, die da sind, wenn es zum Beispiel irgendwelche Objekte sind, die man nicht anders verarbeiten kann, dann werden die später in der Buddha-Figur im unteren Lotus. Da gibt es so eine Stelle, wo man ganz kostbare weltliche Sachen reinmacht. Ne? Und als Zeichen des schlicksten Schlamms, aus dem die Lotusblüte entsteht. Dann ist in diesem Lotus unten in der Basis, in der Mitte, sind so weltliche Sachen, so also hier so Ketten und Ringe, die man nicht so umbauen kann. Ne? Was man nicht so umbauen kann, das packt man dann unten rein. Sogar Waffen. Ne? Die große Figur, da ist so ein kleines Kinder. Schießt, so eine kleine Pistole ist da drin und dann so ein kleines Autoschirm ist da drin. Das ist Samsara. Ne? Die geistige Befreiung entsteht aus dem Schlick,
Der Schlick, die Unwissenheit ist das, aus dem nachher die Buddhaschaft hervorgeht. In diesem Schlick potenziell ist die Buddhaschaft vorhanden, sie ist da. Sie ist nur zugedeckt und nicht entwickelt, weil der Schlick von unserer Welterscheinung da drauf liegt. Und unser Problem ist eben, dass wir anhaften. Und der erste Schritt, um das zu überwinden, ist, dass wir von diesem Schlick drumherum loslassen. Dass wir uns wirklich trainieren, das aufzugeben, daran festzuhalten. Die Situation, die wir im Westen haben, dass kaum ein Tibeter hat die Chance gehabt, Zeit seines Lebens in den letzten Hunderten von Jahren so vielen Lamas und Rinpoches und Kempos und Geishes und so zu begegnen, so wie wir. Also ich habe über 60 Lehrer getroffen aus 8 verschiedenen Traditionen, von 8 verschiedenen Traditionen Unterweisung bekommen und über 60 Lehrer. Alle Lehrer haben in der Essenz das Identische gesagt, deswegen in Anführungsstrichen auch wieder, war es nicht notwendig, dass jeder Tibeter von allen Traditionen etwas hören muss. Weil die Basis, wo man erstmal überhaupt zurechtkommt, ist in der Struktur in allen Traditionen identisch. Nur, dass sie andere Übertragungslinien haben. Aber in der Essenz sind sie identisch. Sie widersprechen sich nicht. Wenn wir also dieses Training machen, wenn wir den vielen Lehrern begegnen oder nur wenigen Lehrern, von Anfang an, besonders wir im Westen, wir müssen überprüfen, ob das, was der Buddha sagt, richtig ist. Wenn man in Tibet geboren wird, Mama, Papa, alle, die ganze Gesellschaft, alle sagen, das ist richtig, dann kriegt man mit, dann sind die großen Rinpoches, von denen man mitbekommt, welche Fähigkeiten sie haben und sie sagen, das ist auch richtig, dann vertrauen die Leute dem und sie haben ganz viel Hingabe. Sie haben das, wenn der, jetzt kommen wir wieder auf dieses Spiel, immer wieder das Spiel. Ha? Oh, ja. Machen wir wieder das Spiel. Ja. Oma sagt uns, oder Mutti sagt, immer so rumdrehen. Ja, und wir denken, warum kann ich nicht so rumdrehen? Das machen wir im Westen. Wir hinterfragen das. Und in Tibet, das ist ganz einfach, es wird immer so umgerührt. Dann gucken die alle, mache ich es auch so. Wenn dann gesagt wird, ja, zum Beispiel in der Karmakachi-Tradition, da gibt es Glocke und Deutsche. Ja, und wenn man die auf den Tisch legt, dann legt man sie so über Kreuz hin. Das wird in der Karmakachi-Tradition. Die Leute fragen dann nicht, warum. Wir würden fragen, warum. Aber so legt man das dann in der Karmakachi-Tradition hin. In Anführungsstrichen wieder. Ne? Also es ist nie absolut, sondern dass das so eine Tendenz da drin ist. So. Und dann in der Nyingma-Tradition, da ist es einfach, dass man es so hinpackt. Da wird es nicht überkreuzt. Aber es wird in beiden Fällen hingepackt. Ob es so hingepackt wird oder so, spielt nicht wirklich, denn es verändert nichts daran. Es ist nachher auf dem Tisch drauf. Daran hängt nicht alles. Wir würden im Westen intellektuell, weil wir alles hinterfragen, wir sind extrem auf diese unterscheidende Weisheit, ne, intellektualisieren, hat auch etwas zu tun mit unterscheidender Weisheit. Das heißt, zu gucken, ja, warum ist das so und warum ist das so? Und wenn du aber in einem Land lebst, wo jeder Lehrer sagt, mach es einfach, ne, mach die Verbeugung, stell dir das vor, dann sagen wir, ich mach die Verbeugung und stelle mir vor. Und dann haben sie das hundertprozentige Vertrauen. Deswegen gab es Millionen von Tibetern, die höchstes Erwachtsein erlangt haben, weil sie die Hingabe hatten. Okay, wir haben keine Hingabe. Dann sollten wir die unterscheidende Weisheit anwenden. Also wenn es jetzt zum Beispiel Norma, der Markt, die bieten jetzt Sojasauce, eine Flasche an. Ja. Die sonst haben wir immer dieselbe Sojasauce in Berlin gekauft und jetzt haben sie sie bei Norma im Angebot. Also ich mache jetzt gerade Reklame für Norma, ich hoffe, jetzt kommt die große Überweisung. Und dann gibt es lauter andere Firmen, wo wir die Reklame haben, Philips, Aldi, Lidl,
was gibt es noch? Edeka, Rewe und so weiter. Dann liegen die ganzen Sachen liegen dann da. Und was machen wir? Wir unterscheiden, wo wir etwas preiswerter kriegen. Nehmen wir wieder das Beispiel. Jetzt machen wir mal richtig Markenbashing hier. Ne? Das steht unten, wird Werbung, werden Markenprodukte erwähnt. Ne? Nehmen wir das Beispiel Rittersportschokolade. Ne? Da siehst du bei den einen wird die große Tafel Rittersportschokolade für 1,89 angeboten, die sonst immer 2,50 kostet. Und der andere Supermarkt hat sie für 1,99. Also wir gehen dann in den Laden, wo es 1,89 kostet. Versteht ihr? Wir unterscheiden. Da machen wir das. Wenn wir dann mitbekommen, ja, welchen Holzvergaserkessel kauft man sich, ne? Das hatte mir Klaus Handwerker erzählt, da irgendwo jemand so einem Vergaserkessel, und dann ging es dann darum, ja, welcher Kessel dann wäre, und dann waren dann so mehrere Namen, und ich hatte ja zu Klaus gesagt, Klaus weiß ja, wir haben den Frühling, und er sagt dann, oh, das ist der Frühling Holzvergaserkessel, ist der Mercedes unter den Holzvergaserkesseln. Das heißt also, der hat eine gute Qualität. Ah, okay. Wir haben auch damals rumgehört, was ist der beste Holzvergaserkessel, wo man wirklich weiß, dass man am wenigsten Probleme mit hat. Dann haben alle Leute gesagt, also es gibt den Mercedes und es gibt die Normalmarken. Das ist ja Denkmark, wieder Werbung für Mercedes, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Frühling. Ich nehme an, dass der so 2.500 vielleicht im Verhältnis teurer war als all die anderen. Heute weiß ich, es war die beste Entscheidung, die wir machen konnten, weil der Ofen hier zum Teil so läuft, wie er nicht in einem Einfamilienhaushalt läuft. Und wir haben den jetzt über 21 Jahre. Und normalerweise hat man gesagt, so ein Heizkessel maximal 20 bis 30 Jahre. Jetzt haben wir den 21, aber so wie wir den benutzen, hat dann so ein Heizungsexperte gesagt, das ist so, als wenn ihr den 10 Jahre benutzt, ist das so, als wenn das im normalen Haushalt 30 Jahre läuft. Es ist dann wirklich auch ein wirklich guten Kessel, den wir für uns haben. So. Ich erwähne das nur, dass wir darauf gucken. Wir benutzen die ganze Zeit unterscheidende Weisheit. Und da wir machen unterscheidende Weisheit in materiellen Dingen. Da sind wir dann immer dabei zu gucken, dass immer die besten Produkte haben. Oder das Beste, aber dann auch preiswert. Das gucken wir die ganze Zeit. Wir denken, im Geistigen müssen wir das nicht machen. Da nehmen wir was verkriegen. Uns erzählt ein Ohr. Ich fühle mich ja wohl, und dann geht man dahin. Wir reflektieren da überhaupt nicht mehr drüber. Sondern die Leute sagen einfach, ey, der Stoff ist richtig geil, ey. Ja, man hat so einen Dealer, so sagen wir 30 Dealer, und dann ist so ein Dealer da, der sagt, oh nee, ey, der hat das letzte Mal einen Stoff gestreckt, oh, da ging es mir so schlecht. Ne? Und jetzt stehen die Dealer für geistige Konzepte. Ist egal, ob das katholisch, evangelisch, muslimisch, hinduistisch, irgendwelche Gurus aus dem Hinduismus, die sich im Westen verdingen, ob das Scientology ist, ob das transzendentale Meditation ist oder was auch immer. Ne? Was bieten Sie den Leuten? Behauptung. Und wenn die Behauptung so ist, dass sie das dem Ego ein angenehmes Gefühl gibt, je mehr Menschen kommen da zusammen. Wie kann man es schaffen, als Guru mehr Leute zusammenzuschaffen? Das ist ganz einfach. Du sorgst dafür, dass du der Guru bist, und dann hast du deine Schüler. Und dann gibt es der Guru und die Schüler. Und die Schüler sagen, das ist mein Guru und wir sind in einer Gemeinschaft zusammen. Und dann hält die Gemeinschaft gegen andere zusammen. Sobald man eine Gruppe hat, wo es ein Ein- und Ausschließen gibt, dann fühlt sich das Ego wohl, weil wir das ja auch in der Familie machen. Ne? Unserer Familie stehen wir bei, und das, was jenseits der Familie ist, ist die Abgrenzung.
Was wir hier machen an diesem Ort ist, wer auch immer den Ort hier besucht und hier nur eine Tasse Kaffee trinkt oder zufälligerweise beim Mittagessen dabei ist und Mittag mit isst, dann gehört derjenige zu der Gemeinschaft, die hier ist. Und wie der Zimmermann Markus, war das gestern? Vorgestern, ne? Vorgestern war Markus hier, ne? Wo beim Mittagessen, ne? Er sitzt am Tisch, das ist eine Firma, die hier einen Auftrag hat, und er sitzt an einem Tisch und er ist ganz selten hier. Und er gehört dann aber zur Gemeinschaft, weil er da ist. Jeder, der da ist, gehört gemein. Ne? Eine Gemeinschaft, man ist da, man hat Interessen miteinander. Bei dem Handwerker, wir haben ein Interesse von dem Handwerker etwas zu bekommen und der Handwerker bekommt etwas von uns. In der Gemeinschaft ist es immer auch so, wir sind in einer Gemeinschaft, um von einer Gemeinschaft etwas zu bekommen. Und wenn wir in der Gemeinschaft eine Mauer drumherum aufbauen zwischen uns und den anderen, die quasi so innerlich eine Trennung machen, dann verhalten wir uns wieder, wie der Mensch sich verhält, gierig, mein, dein, wir, andere. Und das fühlt sich fürs Ego nicht gut an, weil schließlich möchte man in der Gemeinschaft etwas Besonderes sein. Die Frage ist immer, weil es eben um den ersten Schritt geht, der Befreiung. Was liegt vor dem ersten Schritt der Befreiung? Vor dem Bemühen um Freigebigkeit. Was liegt der Freigebigkeit vor? Was liegt dem vor, dass man Befreiung suchen will? Ist die Einsicht darin, dass wir im Leiden gefangen sind und dass wir jetzt nur gerade eine Leinpunkt, also Heroin genommen haben. Wir sind eigentlich süchtig, wir wollen gerne glücklich sein und im Grunde genommen, wenn es uns jetzt gerade gut geht, dann ist es so, als wenn wir uns eben Heroin gespritzt haben. Ich habe in West-Berlin diverse Menschen kennengelernt, die heroinabhängig waren. Wenn die ihren Schuss hatten, ah, das war alles so toll und ja, und also ich fange jetzt auch wieder eine Ausbildung an und ich suche mir einen Job und ich werde das jetzt machen. Ne? Und wenn der Türke kommt, dann zu gucken, ah, wo kriege ich meinen Stoff her? Ne? Und dann ist man wieder da. Und das ist Samsara. So ist Samsara. Samsara, die Welt des Leidens, ist so, wir haben Zeiten, wo kurz der Schmerz etwas betäubt ist, aber dahinter bleibt der Schmerz. Da bleibt die Sucht nach dem Heroin, bleibt. In Samsara ist die Sucht nach Leiden da, obwohl wir glücklich werden wollen. Die meisten Handlungen, die wir begehen, führen zu unglücklichen Situationen. Wir merken es nicht. Wir ignorieren es. Selbst wenn man in der unmittelbaren Konstruktion irgendeiner buddhistischen Einrichtung ist, merken wir nicht, wie wir die Bedingungen des Leidens zu überwinden zerstören. Und das ist karmisch bedingt. Wir haben die Angewohnheit, ne, bei uns, wir, aus buddhistischer Sichtweise sagt man, wir leben in einem barbarischen Land. Ja, man kann sagen, ja, wir sind doch nicht, wir sind doch eine aufgeklärte Gesellschaft. Ne. Wie kann man sagen, das sind Barbaren? Ganz einfach, unsere Massentierhaltung ist Barbarentum. Ne. Aus Mehlwürmern Eiweiß zu gewinnen, damit man fleischähnliches Produkt hat, das ist Barbarentum, denn jedes einzelne Mehlwurm ist ein fühlendes Wesen, wie ein Elefant, ein Krokodil, ein Panda, ein Mensch, eine Ziege, ein Reh, eine Maus, eine Ratte und so weiter. Also jedes einzelne Mehlwurm und Milliarden von Abermilliarden Mehlwürmer werden dann verarbeitet zu tierischem Eiweiß, ne? Dann steht da nicht mehr, dann werden nicht mehr die Eier von den Hühnern genommen, sondern dann tötet man quasi diese ganz kleinen, diese kleinen Mehlwürmer, jedes einzelne dieser Mehlwürmer. Und das zeigt unseren barbarischen Geist. Wir sind richtige Barbaren. Eigentlich im Laufe der Jahrhunderte sind wir immer barbarischer geworden. Äußerlich macht es den Anschein, als könnte kein Wässerchen uns trüben. Wir spenden Kinder in Not, Tiere in Not, Flüchtlinge in Not, Waisenkinder in Not,
Kirchen in Not, wir spenden, wir sind, geben da Geld. Und dann so an Weihnachten oder Ostern, das ist eine gute Zeit. Ne? Deswegen, ich habe jetzt schon 11 Aufforderungen gekriegt, von meiner Rente zu spenden. Von verschiedensten Hilfsorganisationen. Die absurdeste, sorry, tut mir leid, wenn ich sage, das ist wirklich das Absurdeste. Da sammelt eine Kirchengemeinde in Amerika für die armen Indianer. Also irgendeine indianische Volksgruppe, die Ethnie, die noch so ein bisschen existiert und die dann quasi christianisiert wurde, sie sammelt bei uns Geld. Und daran kann man sehen, wie ignorant wir sind. Statt diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben zu leben, hauen wir denen unsere Dinge drauf. Ihr merkt so, ich bin ein bisschen politisiert, ja, das gebe ich zu. Aber das ist dann so, wo mir echt der Kloß im Hals. Das ist Barbarentum, wo wir anderen etwas aufzwingen. Mit Mord, mit Totschlag. Wir haben in Amerika gemacht, ne? Dann, damit dort die indigenen Völker umkommen, hat man ihnen dann Wolldecken geschenkt, damit sie nicht frieren. Und diese Wolldecken hat man infiziert mit TBC und mit irgendwelchen Krankheits... Hä? Mit Masern, ne? Aber mit verschiedenen Krankheitssachen, damit sie sterben. Damit die Indianer sterben, dann brauchen wir die nicht umbringen. Und wir haben so das Gefühl, so, hier hast du eine Decke. Wie barbarisch ist das? Und dann zu glauben, wir hätten eine humane Gesellschaft. Und jetzt haben wir die Chance im Westen, dem Pfad des Buddhas zu gehen. Normalerweise hast du in den Texten, dass die Barbaren sind ungeeignet für die Lehre des Buddhas. Aber wenn die Barbaren konfrontiert werden mit der Lehre des Buddhas und sie entscheiden sich für ein cleveres Ego, nicht so ein saublödes, was wir seit Anfangs unserer Zeit mit uns rumschleppen, sondern wir entscheiden uns jetzt für ein cleveres Ego, dann leiden wir weniger. Und unser Ego sagt uns jetzt, es ist 20 nach 11, dann machen wir eine kleine Pause und machen dann so um, sagen wir, 5 nach halb so ungefähr, dann weiter. Das ist in Ordnung für euch. So, jetzt machen wir weiter. Nachdem festgestellt hat, jemand hat unten meinen Kaffee weggeschüttet. Vielleicht hat er auch nicht weggeschüttet, vielleicht habe ich tatsächlich in Ungewahrsein meine Tasse selbst weggeräumt. Zornig bin ich durch den Teeraum unten gelaufen, um meinen Kaffee zu finden. Aber es war noch kalter Kaffee da, also ein Zuckerwürfel war auch da, also gut. Ja, wir haben vorhin davon gesprochen, über es geht an dem Wochenende das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wir fragen uns manchmal, ne, warum sind wir hier? Das hat der erste Kalon Rinpoche so schön ausgedrückt, dass er gesagt hat, als jemand im Auditorium, da waren ganz viele Leute im Saal, und hat jemand gefragt, ja, was ist der Grund, wieso bin ich hier gelandet? Und er sagt, ja, du warst mal ein Hund, der um mein Kloster gelaufen ist, und ich habe dich da gesegnet, und das ist die Ursache, dass du jetzt hier bist. Karl Rinpoche war damals schon ziemlich älter und der Mann war dann etwas jünger, also hat er den Sprung vom Hund zum Menschen geschafft. Und dann kann man sagen, naja, das ist irgendwie asiatischer Aberglaube, aber versucht es mal anders zu sehen, dass wir einfach erstmal gucken, dass wir in unserem jetzigen Leben, wie wir uns jetzt verhalten, das, was wir jetzt tun, welche Ergebnisse wir mit unserem Verhalten haben. Wenn wir gierig sind, wie fühlt sich das an? Wenn wir eifersüchtig sind, wie fühlt sich das an? Wie ist es, wenn wir jemand uns tadelt? Und wenn wir herabgesetzt werden, wenn wir verleumdet werden, wenn wir etwas verlieren, wenn wir Unglück erfahren, versucht mal zu überlegen, was passiert da in eurem Geist.
Was oder wer ist das, der sich darüber aufregt? Und genauso, wie fühlt ihr euch, wenn ihr gelobt werdet? Wie ist es, wenn man euch verehrt, wenn ihr irgendwo etwas gewinnt, wenn ihr ganz viele glückliche Umstände habt? Was passiert dann? Ganz am Anfang wird es so sein, dass ihr euch sehr darüber freut. Dann kommt der Punkt, wo ihr euch daran gewöhnt. Und dann kommt der Punkt, wo ihr es fordert. Und in dem Augenblick, wo ihr es fordert, verwandelt sich die Situation der Zuneigung oder Erachtung der Menschen in Abneigung. Es wandelt sich. Wir durch unser Verhalten entscheiden, wie andere mit uns umgehen. Es sind nicht die anderen, die über uns entscheiden, sondern wir entscheiden uns aufgrund unserer Verhaltensweisen, wie andere mit umgehen. Ich habe das schon öfters hier erwähnt, aber man kann es hier nochmal erzählen. In einem Haus, eine Familie wohnt da und die hat und eine Etage tiefer wohnt eine andere Familie. Und diese Familie haben richtig freundschaftlichen Austausch und nett und freuen sich immer einander. Dann zieht die untere Familie aus und dann kommt eine neue Familie rein. Und diese neue Familie erscheint unfreundlich. Das heißt also, die Leute haben das Gefühl, dass die nicht grüßen, sagen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Und die anderen reagieren gar nicht drauf, sind mürrisch, gucken weg, haben überhaupt kein, in dem Sinne, was man so sagt, eine Kommunikation. Und die da drüber, die vorher eben unten die nette Familie hat, hat jetzt eine Familie, die nicht mehr so nett ist. Und wie gehen wir damit um? Wir kommen dann raus, also wir sind dann in unserer Wohnung und untereinander reden wir dann, ich stell dir mal vor, ich habe dir gegrüßt und du grüßt nicht zurück und dann halte ich die Tür auf, kein Dankeschön und nichts. Das ist unsere Art des Lebens, so leben wir. Ne? Also wir sagen, wenn wir jetzt freundlich sind, der kann auch ein bisschen, der kann auch mal Dankeschön sagen. Das ist ja, was wir Kindern aufdrängen. Wir freuen uns nicht an der Freude, die die Kinder haben, sondern wir erfreuen uns an den Kindern, wenn sie dann Dankeschön sagen. Das heißt, dass wir durch unsere Handlung, wir wollen immer eine Gegenleistung haben. Das ist keine Freiwilligkeit. Das ist auch keine Freundlichkeit. Ich habe dann dieser Familie gesagt, kaufst du oder kauft ihr euch jetzt, wenn ihr guten Morgen oder guten Tag sagt, und ihr erwartet es von den anderen, dann kauft ihr einen Austausch. Ne? Ihr sagt zu jemandem guten Tag und dann wünscht ihr euch, dass die anderen euch auch einen guten Tag wünschen. Einfach nur von einer Hand geben und wieder zurücknehmen. Das ist keine Freundlichkeit, das ist keine Freiwilligkeit. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, dass wir erwarten, dass die anderen sich so verhalten, wie wir denken. Und die anderen, wir greifen mental die anderen an, weil sie sich nicht so verhalten. Und damit kreieren wir neue karmische Samen. Das heißt, wir mögen die dann auf einmal nicht, weil die so sind. Das ist nicht etwas, was befohlen wird, wir haben so zu sein. Und ich sagte dann, also ich würde euch empfehlen, grüßt doch einfach freundlich. Einfach egal, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Türe aufhalten, ohne zu erwarten, dass jemand Danke sagt oder irgendetwas. Einfach nur freundlich sein. Ich weiß nicht, ob es 3 Monate oder ein halbes Jahr war, dann änderte es sich. Dann haben die auch gegrüßt, dann waren sie auch freundlich. Das ist dann Karma. Also wir handeln hier und da verändert sich etwas. Es war dann nicht die Aufforderung, ja, sag doch endlich mal guten Tag, sondern weil wir selber uns verändern, verändern wir das im Äußeren. Das ist Karma, Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ihr die dann unten beschimpft, sei zu blöd, ihr grüßt ja nicht, naja, dann eskaliert es, dann geht es weiter in die Richtung. Und das andere ist die heilvolle Richtung und die leidvolle. Wir entscheiden es. Das sind nicht die anderen, die entscheiden. Wir entscheiden, was geschieht. Natürlich können wir die Welt nicht in dem Sinne ändern, dass wenn wir freundlich sind, dass dann alle Kriege in der Welt aufhören. Ihr wisst, wie wenige Menschen überhaupt wie wenig Menschen überhaupt die Chance haben, der Lehre des Buddhas zu begegnen. Rein optional könnten hier jeden Tag 100 Menschen herkommen und könnten der Lehre des Buddhas hören.
Wenn nämlich 100 Leute kämen würden, wären hier Bedingungen, da würden jeden Tag Unterweisungen gegeben werden. 7 Tage in der Woche. Vormittags, nachmittags, abends. Wenn jetzt 100 Leute kämen. Also das wäre irgendwie immer machbar. Aber ihr seht, es sind ganz wenige Leute. Dass das so ist, liegt nicht daran, dass dieser Ort schlecht ist oder dass die Unterweisungen nicht gut sind, sondern es ist nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dass die Menschen nicht die Bedingungen haben. Ihr wisst, wir waren hier auch schon mal mehr Leute, die sehr Interesse daran hatten, diesen Unterweisungen zu hören. Und dann haben sie Dinge gehört, die ihnen nicht gefallen haben. Und dann haben sie sich zurückgezogen. Und sie haben sich zurückgezogen, an Unterweisungen nicht mehr daran teilzunehmen, weil sie der Meinung waren, dass hier Leute eine falsche politische Sichtweise haben. Aber hier geht es um Dharma. Also die Unterweisungen sind immer Dharma. Ich fange jetzt nicht an, hier eine Partei hervorzuheben und die andere herabzusetzen. Ich fange nicht an, hier die eine Politik zu beloben und die andere herabzusetzen. Das mache ich nicht während der Unterweisung. Wenn ich draußen außerhalb bin, dann ist es mein Recht, meine eigene freie Meinung zu haben und auch sie zu äußern. Nicht, wie ich das mitgekriegt habe, dass ein Lama, der aus Asien kam, der ganz offensichtlich gesehen hat, dass hier irgendetwas schiefläuft, ne? Und dann haben die Gläubigen, Buddhisten, ich sag mal, die staatstreuen, gläubigen westlichen Buddhisten, die haben dann diesen Lehrer beschimpft, dass er das gemacht hat. Er hat dann ganz schnell einfach gesagt, das ist kein Zweck, und er ist dann ganz ruhig geblieben. Er redet einfach nicht mehr darüber. Und was ich klar machen will, Karma ist etwas, was wir immer erleben, was wir selbst kreieren. Wir tun es selbst. Es gibt niemand anders, der es tut. Und wir erleben, dass wir karmisch irgendetwas machen, was eigentlich heilvoll ist, das dann aber nicht unbedingt von den anderen anerkannt wird. Je mehr wir uns wirklich um heilvolle Aktivitäten bemühen und nicht auf das Ergebnis warten, wir tun es einfach, dann setzt sich das Heilvolle immer durch, wenn wir es tun. Wenn wir aber mal heilvoll und mal leidvoll sind, wird das Leidvolle immer übermächtiger sein, weil wir die alten Tendenzen und den gewohnheitsmäßigen Mustern in unserem Geist folgen. Daher versucht auf euren eigenen Geist so, ne, quatscht mit euch selber. Ne? Wenn ich sage, na Promi, hast du wieder eine Show geliefert, hättest du auch ein bisschen anders machen können oder so. Ne? Ich quatsch mit dem Typen. Oder naja, hättest mehr darauf. Da hast du wieder den Faden verloren, achte mehr darauf. Ne? Ich kann mit dem Typen ja selber reden. Gucken, was macht er eigentlich? Ne? Könntest du nicht Sachen besser machen? Hättest du nicht das schon machen können? Dann mich selbst zu fragen, ne? Was ist mit deinem Neid? Was ist mit deiner Gier? Was ist in deinen, was taucht in deinen Träumen auf? Ne? Ich hatte vorhin erzählt, ich hatte einen Traum gehabt, wo irgendwo war eine große Baustelle und dann war da irgendwie daneben grenzte irgendwie ein Keller, also irgendeine Etage so auf von, und da waren ganz viele Sachen drin, so. Alte Sachen, verstaubt, so, ne, etwas, wo man 100 Jahre nicht reingegangen ist. Und dann bin ich rein und dann war so eine Schatulle, da war ein Saxophon drin, aber ganz schwarz, zerknottert und so. Und dann lauter kleine Bücher. Und lauter Dinge, wo ich gedacht habe, oh ja, nimm das mit und so. Das ist vielleicht was wert und dann kannst du das verkaufen und so. Ne. Und ich dachte, ah, wie kriegst du das jetzt weg? Ne, im Traum. Und dann habe ich so gedacht, ja, wo kann ich jetzt Taschen, Kisten, irgendein Fahrzeug, irgendeinen Karren, dass ich die Sachen wegtransportieren kann? Denn wenn die das nachher sehen, dann werden die es einfach mit der Planierraupe platt machen. Da holt dann keiner mehr irgendwas raus. Ne? Und ich hatte in dem Traum Angst, dass das, oh, diese tollen alten Sachen alle verloren gehen. Ne? Und ich bin dann so die Straße dann runtergegangen und habe dann irgendwo geguckt. Und dann kam mir entgegen so eine Planierraupe, so mit Kettenfahrzeug, so mit Planierraupe. Und dann so, oh, jetzt, ich schaffe das nicht, ich kann gar nicht so schnell zurücklaufen. Und dann war ganz auf einmal im Geist, okay. Es ist wirklich auf einmal im Traum, das haben wir uns zu akzeptieren, okay, das ist eben vorbei, ist vergänglich. Du kannst das nicht festhalten, kannst kein Geld draus machen, das ist es. So ist es eben. Und ich merkte in dem Traum, dass es eine Erleichterung war. Die Panik, ne, dass das verloren geht, zu versuchen, vor der Raub zu sagen, warte noch mal kurz, ich nehme da noch was raus. Die war schneller als ich, also ich hätte es gar nicht geschafft, sie einzuholen. Also egal, was ich da gemacht hätte,
Ich hätte nur unangenehme Situationen erlebt. Versteht ihr? Dass das auch im Traum können wir sehen, wie wir uns verhalten. Die Tendenzen, die wir haben. Eben die Gier, was zusammen. Und daher versucht, bei euch selbst zu gucken. Seht in eure Ecken, wo ihr zornig, wütig, gierig, eifersüchtig, neidisch seid. Wo ihr stolz seid. Ne? Bei Stolz seid ganz, ganz vorsichtig. Stolz ist einer der schlimmsten Gifte in unserer heutigen Gesellschaft. Denn jemand, der stolz ist, ist blind vor der Wirklichkeit. So als Beispiel, wenn ich jetzt hier als Dharma-Lehrer sitze und denke, ja, ich bin ganz toll, ja, dann geht die Tür auf und dann kommt hier ein Rinpoche rein, der 5, 6 Inkarnationen schon hinter sich hat. Was ist denn da mein Lehrersein im Verhältnis zu dem Lehrersein dieser Person? Dann bin ich nicht der Große, der ganz Tolle. Da bin ich dann nicht mehr. Ne? Wenn ich dann noch mehr angucke, ne, die Linie halte der verschiedenen Traditionen. Und ich hatte gestern so einen ganz kleinen Clip gesehen, da hat ganz freudig Thaisito Rinpoche gesagt, ja, jetzt und zwar die Intronisation des Yangtze Kalo Rinpoche, also die Wiedergeburt von dem alten Kalo Rinpoche. Ne? Und wie er sich gefreut hat, ne? Der wird dann eingesetzt. Dann hast du so einen kleinen Jungen da. Ne? Und dann siehst du bestimmte Gestiken, ne? Merkst du, wo es das Kindliche ist, und dann merkst du, da ist dann so eine Routine drin, hinzugehen, Kopf, Katakrobe machen, die Attribute für den Körper, Rede, Geist, Aktivität und Qualität als Symbol anzunehmen und weiterzureichen. Aber dann auch als Kind so genau drauf zu gucken, was ist denn da, wie das jetzt gerade aussieht. Und dann eben zu wissen, ne? Das ist der Carlo Rinpoche, dieser kleine Junge, den ich da im Film gesehen habe, der ist älter als ich, weil er geistig älter ist. Alt sein, ne, wie die Chinesin, die den 17. Karmapa in Bodh Gaya getroffen hat und gedacht hat, das muss ein sehr alter, weiser Mann sein, der so redet. Und dann kommst du um die Ecke und dann war das ein 26-jähriger Karmapa gewesen. Das war für sie komplett unverständlich, dass ein so junger Mensch quasi so etwas Weises sagen kann. Die Weisheiten, die wir haben, sollten wir mal untersuchen. Schauen wir uns die Kinder ganz ehrlich an. Wie haben sie sich verhalten, wenn sie ganz klein waren? Diese Leute, die mit 4 Jahren, ein 4-jähriger Junge, der spielt Chopin, da gehen ja die Augen über. Ich habe ja schon hin und wieder mal erlebt, dass jemand Stücke von Chopin gespielt hat, auch manchmal, also auch Koryphäen. Ne? Aber bei dem Kleinen war dieses Emotionale, dieses Ganze, das ist nicht so ein mechanisches Abarbeiten, wie man es vielleicht bei Bach kann oder so. Das war dann so richtig, so, ah, da war so viel Gefühl und im Klang nachhängen und so. Das hat er mit 4 Jahren gemacht. Es ist nicht möglich von null. Also geboren werden, plopp aus dem Bauch raus, 4 Jahre alt werden oder das andere 6-jährige chinesische Mädchen, ne, spielt Bach, Klavier. Spielt so. Und dann immer die Seite umdrehen und kann ganz schnell alle Noten lesen. Und spielt so. Wir sollten mal wach werden. Wir sollten sagen, wenn es da ein Kind gibt, das so etwas macht, ja, das ist ein Talent, das hat Gott ihm gegeben, ist absurd. So zu glauben. Sondern das kann nur sein, dass das Erinnerungen, Fähigkeiten sind, die von einer Existenz von vorher sind. Versucht euch wirkliche Gewissheit zu verschaffen, dass es Wiedergeburt gibt. Glaubt nicht an Wiedergeburt. Sobald ihr daran glaubt, dann könnt ihr das genauso machen wie die Katholiken. Die glauben auch an die Todsünde und begehen sie trotzdem. Die Buddhisten, die an Wiedergeburt glauben, die verhalten sich genauso bescheuert wie vor dem Tag, bevor sie Buddhisten wurden und noch nicht an Wiedergeburt geglaubt haben. Verhalten sich genauso bescheuert, ändern überhaupt nichts. Wenn wir wissen, dass es Wiedergeburt gibt, wenn wir das verstanden haben, dass es Wiedergeburt gibt, dann werden wir alles daran setzen, dass wir in diesem Leben versuchen, nur noch heilvoll zu handeln, so gut es uns nur möglich ist. Wir üben keine Vergeltung. Wir säen keine Intrigen. Wir folgen keinen irrigen Sichtweisen. Wir versuchen nicht, Blödsinn zu verteidigen. Wir versuchen uns nicht über Lehrer zu stellen, nicht den Typen, den meine ich jetzt nicht, Rinpoches, Linienhalter.
was ich selber erlebt habe in Bremen, wie sehr viele Mitpraktizierende bei Khandro Rinpoche im Raum, der Khandro Rinpoche sitzt also auf dem Thron und dann sitzen die ganzen Leute da, ja, Khandro Rinpoche, ja, und dann gefragt und so, ne, dieses hingebungsvolle Gesicht. Und draußen auf dem Flur, naja, was sie da so sagt, naja, da reicht ja dann auch, eigentlich reicht ja auch Theravada, das braucht man ja alles nicht. Ja, warum sollen wir jetzt hier so die Traumas da machen? Warum sollen wir das da lernen? Sie hat uns gesagt, das ist ein Zyklus, wenn man den Zyklus von Anfang bis Ende lernt und die ganze Zeit übt und trainiert, dann hat man die Fähigkeit, in einem einzigen Leben Befreiung zu lernen. Das ist möglich. Sie hat uns jedes Jahr Aufgaben gegeben. Also, ne, ein Kurs findet statt, Hausaufgabe. Ein Jahr lang üben. Wieder Kurs, Hausaufgabe, üben. Hausaufgabe, üben. Hausaufgabe, üben. Ganzes Jahr, Hausaufgaben üben. 12, 13 Mal. Und wenn du das machst, dann änderst du dich. Das habt ihr in jedem Beruf, wo man arbeitet. Wenn du übst, mit CAD-Programmen umzugehen, je mehr du übst, je besser kannst du es. Ob das beim Drehen, Fräsen, Schabener ist, wo da immer das Ding dort dann die Eisenspäne wegdrückt, wie nennt man das Ding? Hobel? Stahlhobel? Ist es ein Stahlhobel? Weißt du, wo du quasi, da geht so rüber, geht hoch, knack, und dann ist immer so ein Eisenspan, der rausgeschoben wird, wenn du versuchst, so eine Platte, Eisenplatte quasi ganz plan zu machen mit so einer Maschine. Nee, kenn ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Dann gibt es die vielleicht gar nicht. Ist, eine ist Rollnadel. Hä? Eine Rollnadel. Vielleicht ist dann stößt man eine Not. Bewusst eine Not oder entsteht die Not? Ist das dann bewusst, dass man Nuten macht? Oder eigentlich ging es bei dem immer so, dass man das Grobe erstmal so runter macht und dann macht man es plan. Das ist egal. Ist noch mein, ich hatte ja auch mal den Traum, ne? Wie Christoph eben Werkzeugmacher ist. Ich wollte auch mal Werkzeugmacher lernen. Und in der Firma haben sie gesagt, ja, Horst, du bist ein bisschen zu blöde, das kannst du nicht. Ne? Und deswegen durfte ich nicht Werkzeugmacher werden, aber hätte ich gerne gemacht. Denn wäre meine Wohnung hätte vollgestanden mit lauter metallgeschraubten Dinger, die ich schon überall hätte rumstehen gehabt. Ah, hier. Ich fand das ganz toll. Ja, okay. Alleine Gewinde schneiden und dann Schrauben reinmachen. Dann Schrauben rein mit einem Senkkopf, wo du dann reinschraubst und dann ist ganz plan und so. Ne? Ja, ja. Na, was wollte ich damit sagen? Genau, ne? Man macht so eine Ausbildung und man folgt den Anweisungen und dann kommt man zu dem Ergebnis. Wenn du aber dann draußen denkst, naja, der Meister ist blöd und ist doch bescheuert da, da reicht doch 1,5 Millimeter, da muss man doch nicht auf ein Hundertstel, die sollen sich mal nicht so haben. Ja, und das dann ignoriert und sagt, naja, ich gebe mir doch Mühe, soll er sich auch froh sein, dass ich mir Mühe gebe. Ja. Aber nicht aufs Ergebnis, ich arbeite ja so und dongle da mit meiner Pfeile rum und ich krieg nichts plan, sondern immer ist alles eine Kurve. Es wird nicht plan. Das ist so in der Art und Weise, kenne ich ein Meer von Leuten, die Dharma-Praxis ganz viel an Geld und Zeit und alles rein investiert haben und dann hinter dem Rücken der Lehrer reden sie schlecht über die Lehrer. Macht so etwas nicht. Auch wenn ihr denkt, der Lehrer macht etwas falsch, denkt immer daran, ihr könnt es nicht beurteilen. Ihr wisst es nicht. Scheinbar, was offensichtlich erscheint, scheint offensichtlich, ist aber nicht offensichtlich. Und da denke ich wirklich an diese Geschichte, die von Soga Rinpoche, wo er bei einer öffentlichen Veranstaltung, das müsst ihr euch mal vorstellen, also er ist ein Rinpoche, anerkannt in der Nyingma-Tradition, hochgeschätzter Lehrer, öffentliche Veranstaltung, da steht eine Nonne und der Rinpoche läuft vorbei und boxt dieser Nonne in den Bauch. Offensichtlich, für alle zu sehen, der Rinpoche verletzt eine Nonne. Der Rinpoche ist ein Mann, übt Gewalt gegen eine Frau aus. Das ist für das Auditorium offensichtlich. Das ist unsere Interpretation davon.
Und ich bin wirklich ganz, ganz glücklich, dass ich eine Frau, die ich seit Mitte der 80er Jahre kenne und weiß, wenn die mir das erzählt, das ist keine Spinnerei, sie kannte diese Nonne, hat die Geschichte gehört, sie war nicht dabei, sie hat die Geschichte gehört und sie kannte die Nonne und ist zu der Nonne hingegangen und hat gefragt, was ist denn da passiert? Dann sagte diese Nonne, ich hatte so starke Unterleibschmerzen, mir ging es so schlecht. Dann hat Rinpoche mir in den Bauch geboxt, die ganzen Schmerzen waren weg und mir sind vor Rührung sind mir die Tränen gekommen. Offensichtlich hat er sie geboxt, das hat ihr wehgetan und deswegen hat sie geheult. Das war die offensichtliche Wahrnehmung des Auditoriums. Das war unsere westliche Interpretation. Also daher wissen wir nicht, da wissen wir es nicht. Er macht das auch ganz öffentlich vor allem. Dann muss, wenn ein Rinpoche so etwas macht, der auch anerkannt ist als ein hochqualifiziertes Wesen in diesem Zusammenhang des Buddhismus, des Vajrayanas, dann hat das einen Grund. Dann ist das eine Hilfe. Das ist keine Verletzung. Ich kenne einen anderen Fall, wo ein Meditationsmeister eben in diesem Raum, damals war er natürlich noch nicht renoviert, in diesem Raum hat eine Frau gesessen und hat hier drin meditiert. Und ein Zen-Meister war hier zusammen mit, ein Meditationsmeister war hier zusammen mit einer Gruppe und diese Frau gehörte nicht zu der Gruppe. Es war offensichtlich, dass sie nicht dazu gehörte, sie saß alleine hier drin und die anderen waren draußen und diese Frau hat auch nicht an diesem Kurs dran teilgenommen. Und dann ist dieser Meditationsmeister in diesen Meditationsraum reingegangen und hat sie quasi sexuell belästigt. Und das hat er dann auch noch mal bei anderer Sache, also nicht nur einmal, während dieser Zeit. Und diese Frau hat damals gedacht, diese Institution hier wird sich immer auf die Seite des Meditationsmeisters stellen. Und sie erzählte das dann aber meiner damaligen Freundin. Meine damalige Freundin kam zu mir, du Horst, dass das und das passiert. Was? Ich bin sofort zu der Frau hingegangen. Ich habe zu der Frau gesagt, erklär mir mal, was ist passiert. Du musst nicht ins Detail gehen, die groben Umrisse reichen, du musst da nicht, also nicht das unangenehme Gefühl. Dann sagst du, ja, ich da gesessen im Meditationsraum, habe meditiert und dann passierte das. Na okay. Dann bin ich zu dem deutschen Leiter dieser Organisation gegangen, sagte ich, ab heute und hiermit hat dieser Meditationsmeister lebenslanges Hausverbot. Ganz eindeutig. Diesem Raum, diese Situation ist passiert. Wir müssen also lernen, was ist Missbrauch, was ist Machtmissbrauch, was ist Übergriffigkeit. Das müssen wir sehen, objektiv. Wir müssen hinterfragen und gucken, was ist irgendwo passiert. Und dann an diesem Beispiel, wo ich jetzt sagte, hier mit Kano Rinpoche, wo die Leute dann im Flur und Leute, die da, ich glaube, fast 10 Jahre, hatten sie immer die Besuche organisiert von Kano Rinpoche in Bremen. Also einer der führenden Personen, die das organisiert hat, kam dann auch zu dem Kurs, an dem ich da eben dran teilgenommen habe, wo sie quasi uns da genau das erklärt hat. Und dann erzählte er mir, ja, also es ist ja verständlich, ne, Kano Rinpoche geht es halt um Macht und um Einfluss und sie will ja auch irgendwo Geld verdienen. Ne. Dann habe ich dann so ihm gesagt, sag mal, geht's dir noch gut? Das bisschen Geld, was die von uns hier kriegen, wenn sie das für ihre Klöster benutzen würden, wenn sie so viel kriegen würden, dann würden die würden alle verhungern. Da würden auf den ganzen Klösterhofen nur Hungerhaken durch die Gegend laufen. Das meiste Geld, was die ganzen Klöster und Lehrer bekommen, bekommen sie aus dem asiatischen Raum. Malaysia, Taiwan, Hongkong, China, Japan und von reichen Indern. Da kommt das Geld dann her. Das bisschen, was sie hier in Europa einsammeln, Leute, ey, wirklich.
dass da auch mal ein Sponsor ist, ne? Wie in einem Fall, wie der dritte Jamo Kongto Rinpoche, der wollte in Nepal auf einen Berg, wo man ihm Gelände geschenkt hat, da wollte er gerne eine Kloster-Tempelanlage, eine Kshetra bauen. Und er ist ja dann tödlich verunglückt, also er konnte das nicht weiterführen. Dann sind auch ganz viele Leute, haben dann auch das Vertrauen verloren und waren dann weg. Und dann war der Sekretär da und der Jamo Kongto Rinpoche hatte vorher dem Sekretär gesagt, er soll sich darum kümmern, dass das eben weitergemacht wird. Ne? Und dann kamen eben Leute, die haben dann so vielleicht ein paar hunderttausend Dollar, wollten sie dann spenden und sagten, ja, dann muss er aber anfangen zu bauen. Und dann sagte er, nee, ich fange damit nicht an zu bauen. Ich fange erst an zu bauen, wenn ich weiß, dass das Geld da ist. Er wollte nicht eine Ruine stehen haben. Ne? Und das, worüber ich jetzt spreche, das ist auch Karma, versteht ihr? Es geht Gesetz von Ursache und Wirkung, wie wir etwas gestalten. Wir müssen bei allen Handlungen, die wir machen, müssen wir logisch denken und nicht einfach agieren, nicht blind agieren. Und irgendwann, die Jahre sind ins Land gegangen, der vierte Jamo Kongto Rinpoche war noch nicht da und dann hat er eine E-Mail aus Amerika gekriegt von einer Frau, die sagt, ja, ich habe da gehört von dem Projekt, wie viel braucht ihr denn? Und natürlich hat der Sekretär diese E-Mail-Adresse nicht wirklich ernst genommen. Die Frau dann, das war eine Frau, die dann quasi dieses Geld für diese Institution dann geben wollte, sie hat dann gesagt, okay, schick mir die Kontonummer, damit ich was überweisen kann. Und dann hat sie da so einen richtig fetten Haufen an Kohle rübergeschickt und hat sie nochmal geschrieben, bitte sagt mir, wie viel ihr wirklich braucht. Also was ihr noch, das war nicht alles, das war ihr klar. Ne? Und dann hat er geschrieben. Und als das Große und Ganze alles fertig war, dann hat der Labrang vom Jamo Kongto Rinpoche diese Spenderin dann quasi angeschrieben, ja, wir haben das jetzt alles fertig und das ist ganz toll. Ne? Und dann sagt sie, ja, dann will ich mir das mal angucken. Und dann ist sie nach Kathmandu. Und dann wollten sie sie richtig feiern. Und dann sagt sie, nein, ich will das nicht feiern. Ich wollte das hier nur unterstützen und nur sehen, was daraus geworden ist. Sie ist nicht gekommen aus Amerika, um Dank haben zu wollen, sondern sie hatte von dem Projekt gehört und sie wollte, dass das sich eben umsetzt. Ja, dieses Projekt ist von einer Amerikanerin finanziert worden. Ja, es gibt auch reiche Europäer, die irgendwelche Dinge auch mal finanzieren. Das stimmt, das gibt es auch. Ne? Aber die Masse der westlichen Praktizierenden, das hat damals unser Residenzlama gesagt, so ungefähr, ihr sitzt immer auf eurem Geldbeutel. Ihr seid ziemlich geizig. Das stimmt auch, ne? Obwohl unsere Gemeinschaft damals relativ im Verhältnis zu den meisten anderen Institutionen waren die Leute wirklich relativ spendabel. Ne? Und das eben so zu sehen, ne? Wo ich vorhin so sagte, dass eben unser Residenzlama wie ein Linienhalter behandelt wurde im Westen, das haben die Tibeter schon gesehen, dass da sehr viel gemacht worden ist, im Verhältnis zu anderen Institutionen. Jetzt geht es eben darum, das Gesetz von Ursache und Wirkung, wenn so ein Lehrer kommt und er wird kritisiert, ne, unberechtigterweise kritisiert, dann sind die Leute, die Jahrzehnte diesem Lehrer gefolgt sind, die haben immer so da gesessen, wie ein geschlossenes Gefäß. Umgedrehtes Gefäß oder zugedecktes Gefäß oder komplett gefülltes Gefäß. Aber die Lehrer haben uns alle erklärt, wir müssen ein geeignetes Gefäß werden. Das heißt, wir müssen das lehren. Unsere Konzepte, die wir haben, müssen wir aufgeben. Unsere Konzepte, was Erleuchtung ist, was ein Buddha ist, wer Buddhaschaft erlangt hat. Unsere Konzepte müssen wir aufgeben. Komplett. Auch wenn wir jahrzehntelang irgendetwas anders gedacht haben, wir müssen alle unsere Konzepte aufgeben. Wenn wir das nicht machen, dann sehen wir so aus. Da passt nicht viel rein. Da ändert sich nicht viel in unserem Leben. Unser Geist wird sogar noch rigider, weil die Mischung unserer Konzepte zusammen mit den buddhistischen Konzepten vergiftet unseren Geist so,
dass wir in zukünftigen Leben, wenn wir der Lehre des Buddhas begegnen, dann ist das ganz platt und hat sogar so eine kleine Delle nach oben. Wenn du dann hier was dann so drauf schüttest, dann plätschert das so richtig alles runter. Da geht kein Tropfen rein. Deswegen wird so gesagt, wenn wir der Lehre des Buddhas begegnen, warum es so extrem wichtig ist, sich selbst zum geeigneten Gefäß zu machen, auch wenn man es noch nicht ist, es aber zu tun. Warum zu tun? Wenn wir nämlich in diesem Leben mit der Lehre des Buddhas zusammenkommen und das Gefäß ist voll und wir sterben, dann sehen wir, dass diese Lehre des Buddhas uns nicht geholfen hat, dann werden wir innerlich eine Abneigung gegen die Lehre des Buddhas haben und wir werden nie wieder etwas aufnehmen. Und deswegen versucht zu verstehen, es kann uns nichts Kostbares passieren. Es gibt nichts Kostbares auf der ganzen Welt in unserem Wahrnehmungsbereich als die Lehre des Buddhas. Sie ist überprüfbar. Der Begründer sagt, überprüf sie auch und übernimm es nur, wenn du es überprüft hast. Aber du kannst den Weg nur stufenweise gehen. Halte dich genau an die Gebrauchsanweisung. Ja, ich weiß selber, wenn ich mal, da war eine Gebrauchsanweisung, irgendwas zusammenzuschrauben, dachte ich, ach, brauche ich nicht, dann schraube ich nicht. Und dann habe ich gesehen, es geht nicht. Das eine Brett war falsch rum, das andere war so rum. Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du, Promi, hättest du ja sparen können. Seitdem mir das mal so passiert ist, wo ich so selbst ehrlich gedacht habe, ich könnte das einfach so machen, ohne die Gebrauchsanweisung, ich kriege das schon zusammen. Seitdem habe ich dann immer genau geguckt, dann genug das da, ist das da, dann erstmal das, dann erstmal das. Ne? Und ich hatte ja ein Bett zusammengebaut für die Kammerpaarwohnung. Und hatte ich dann so am Anfang, an dem Bild war für mich nicht genau zu erkennen oder ich habe es übersehen, wie rum irgendein Brett. Und habe ich dann festgestellt, ich hatte das Brett falsch rum. Okay, ne, dann, aber da ich es nicht gefixt habe und immer noch den Zettel dabei habe, die Gebrauchsanweisung nicht weggeworfen habe, habe ich es dann nachher dann doch noch hingekriegt, dass das Bett dann richtig rum aufgebaut ist. Ne? Die Art und Weise, wie wir manchmal denken, wir haben ja schon so viel gemacht, wir können und wissen alles, führt eigentlich nur dazu, dass wir einen Stolz entwickeln, der uns blind macht und dass wir uns nicht verändern können. Ja, wenn ich so an ganz am Anfang denke, als ich mit der Lehre des Buddhas zusammengekommen bin und ich mit einer Frau, und das war dann eben auch karmisch bedingt, mit einer Frau zusammenkam und diese Frau dann zusammen mit mir eine Vision hatte, einer Begegnung, die wir beide vor Jahrhunderten hatten. Und ich ihr damals versprochen hatte, ich werde ihr irgendwann das Kostbarste schenken, was es auf der Welt gibt. Natürlich ohne zu wissen, was das Kostbarste ist. Das wusste ich damals nicht. Stell dir mal vor, du bist hier so ein Mittelalter oder irgendwo da, so ein Tagedieb und taugenichts. Du kannst vielleicht bis in die nächste Stadt kicken, aber was hinter dem nächsten Fluss ist oder ein paar Wegstunden entfernt, selbst hier. Ne? Ich glaube, ich bin damals nicht hier so 16 Kilometer bis so eine lange Strecke, wäre ich nicht so einfach gelaufen nach Grandsee. 4 Stunden herumlaufen, wäre ich viel zu faul gewesen. Das ist die Einschätzung von mir. Kann auch sein, dass ich mir irre, aber ich glaube nicht, dass ich da so ein großer Fan von gewesen wäre. So, ne? Und daher eben nicht wissen, was das Kostbarste ist. Aber dieser Wunsch, das ist Karma. Ein Wunsch vor Jahrhunderten ausgesprochen, ist für diese Frau das in diesem Leben wahr geworden. Dass sie quasi an ihrem Sterbebett hatte, sie einen Rinpoche. Die wenigsten westlichen Buddhisten werden erleben, dass wenn sie im Krankenhaus im Sterben liegen, dass dann ein Rinpoche an ihrem Bett ist. Ich kenne 1, 2, 3, 4 Frauen aus dem buddhistischen Umfeld, die gestorben sind. Die fünfte, dann die andere, aber die 4. Da das keine von denen waren, die Bedingung, dass ein Rinpoche an ihrem Bett war in der Woche, wo sie dann gestorben sind. Ja, noch nicht mal ein Lama war dann für die Leute dann da. Da ist mir bewusst geworden, wenn ich zum Beispiel damals der Frau versprochen habe, ich würde ihr das Kostbarste schenken
Und wenn ich dann aber jemand anders gewünscht habe, möge er sich doch das Genick brechen, dieser Vollidiot. Ihr hört das vielleicht manchmal, ne? Jemand hat einen Unfall, alle haben einen ähnlichen Unfall, passiert nichts. Und jemand anders hat denselben Unfall und er bricht sich das Genick. Dann ist das die Verfluchung, die dann Wirklichkeit wird. Was im Leidvollen funktioniert, funktioniert auch im Heilvollen. Irgendwann. Das ist der Geist, der funktioniert so. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn in deinem Wunsch die Kraft deines Geistes dran ist, du willst, dass dem was passiert, dann passiert dem etwas. Das Problem ist natürlich, ne, wenn ich so einen Wunsch ausspreche, dass ich mir dann in zukünftigen Leben nicht nur einmal das Genick breche, sondern 5 oder 10 Mal. Das Echo ist immer stärker. Denn alle die Wesen sind befreundet mit anderen Wesen. Und wenn deine leidvollen Früchte, die Samen, die du gesät hast, aufgehen, ist okay, dann musst du auch die Folgen davon tragen. Das ist keine Bestrafung von außen. Bitte, bitte denk daran. Das ist keine Bestrafung, sondern es ist ganz natürlich, weil wir die ganzen Wesen sind in ihren störenden Gefühlen gefangen und die sagen dann nicht, ach, ups, ist halt passiert. Naja, der hat meine Familie umgebracht, na und? Oder der hat mir den Arm abgeschlagen, pff, macht nichts. Ich trage dem das nicht nach. So sind wir nicht. Wir sind gefangen in unserer Illusion, ich will glücklich werden und koste es, was es wolle. Und dafür ziehen wir in den Krieg. Wir bringen alle Menschen um, wenn es nach uns geht. Das macht, ist überhaupt kein Problem. Das ist die Grundhaltung, die die Wesen haben. Die Masse der Wesen, außer denen, die sich entscheiden, wirklich den Weg geistiger Befreiung zu gehen, da hört es dann auf. Aber sonst die Wesen, die sind immer davon getragen, von Selbstsucht. Das ist so. Deswegen sind wir gefangen in der Welt des Leidens. Deswegen leiden wir. Wir leiden, weil wir in der Welt der Erscheinung gefangen sind. Das Gesetz von Ursache und Wirkung für sich selber als Leitschnur des Lebens zu machen, wird euer Leben erleichtern. Als mir das klar geworden ist, dass Karma kein Schicksal ist, dass Karma keine Bestrafung ist, sondern Karma die ganz logische Folge von meinen eigenen Handlungen sind, als Beispiel, wenn ich eben ganz viel gesoffen habe und es ging mir am anderen Tag schlecht und kotzig, dann war nicht der Alkohol schuld. Ich hatte die Ursachen für Gesetz. Denn es ist ja nicht so, dass wir gehen hier irgendwo durch den Laden, ne, und dann springt uns eine Bierflasche an den Hals und wir können nur schlucken, schlucken, schlucken. Und dann springt die leere Flasche wieder ins Regal. Passiert ja nicht. Ne? Wir kaufen das Bier, wir kaufen den Schnaps, den Wein, den Sekt, Likör. Wir kaufen die Zigaretten. Es ist nicht so, dass die Zigarette aus der Schachtel rausspringt und uns angezündet in den Mund und sagt, paffe, paffe, ne, jetzt muss tief einatmen. Ne? Versucht das wirklich auch an diesem Beispiel. Sie klingen so kindisch und absurd. Aber das ist unser Leben. Wir gehen ganz davon aus, dass der Alkohol uns bedroht, die Zigarette bedroht uns, die Autos bedrohen uns, die anderen bedrohen uns. Wir bringen uns in diese Situation hinein. Das machen wir alles selbst. Wir kreieren unsere Höllen. Erinnert euch daran, als ihr in Eifersucht gefangen wart, wie es euch zerrissen hat, wie verzweifelt ihr wart, wie neidisch ihr wart, wenn euer Partner oder Partnerin Zeit mit anderen verbrachten und nicht mit euch. Denkt daran, überlegt, ne, wie ihr euch dabei gefühlt habt. In der Familie, wenn ihr Geschwister hattet, wenn das eine Geschwisterkind vorgezogen und das andere zurückgesetzt wurde. Wie es euch gegangen ist, wenn ihr zurückgezogen wurde und wie ist es euch gegangen, wenn ihr vorgezogen wurdet. Ich bin besser als du. Mami mag mich mehr als dich. Papi mag mich mehr als dich. Du bist doof. Oder? Und der andere sagt, ja, Mama zieht dich immer vor, Papa zieht dich immer vor. Selbst da, in unserer Kindheit, kaum geboren, haben wir schon diese Tendenzen, uns zu verteidigen, im Sinne von ich will, ich will, ich will. Nicht nur Essen, sondern auch Zuneigung. Wir wollen wahrgenommen werden. Und da fällt mir das menschliche Verhalten und tierische Verhalten ist in einer Art und Weise relativ ähnlich. Ne? Katzen, wer von euch hat schon mal mit Katzen zusammengelebt? Keiner von euch, aber Ecke. Ein paar Jahre, ne? Eine Freundin von mir, die hatte 3 Katzen.
Am Anfang waren es zwei und dann kam noch eine dritte dazu. Drei Katzen. Und wenn du einfach so sauber gemacht hast oder irgendetwas und so ein bisschen eine Wohnung oder hast dann so gelegen, kein Problem für die Katze. Wenn du aber telefoniert hast, dann kam die Katze, dass die Katze fühlte, dass sie nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit mehr hatte. Dann kam sie dann an und hat dann auf den Hörer geschlagen, so, also wusste nicht, wo die Gabel ist, aber dachte, wenn sie den Hörer, hör auf damit. Und wenn der Katze, da, wenn du da nicht gehört hast, ja, dann hat sie da auf dieses Regal drauf gepisst. Wie oft hört ihr das von Eltern, ne? Die Eltern sind im Haus und machen Wäsche, Geschirr weg, ne? Und dann geht es Telefon. Und dann auf einmal kommt das Kind und hat das Gefühl, dass das Kind nicht mehr die Aufmerksamkeit, dass die Mutter die Aufmerksamkeit jemand anders gibt. Habt ihr das schon mal beobachtet? Habt ihr noch nie mitgekriegt? Also ich habe es sehr oft in meinem Leben erlebt, wenn du dann irgendwo bei, du kommst dann hin und so und dann die Kinder haben nicht mehr die volle Aufmerksamkeit und dann kommen die Kinder. Die ganze Zeit spielen sie alleine, aber wenn dann irgendetwas kommt, dann werden sie quengelig. So. Und da verhalten sich die Menschen dann auch ähnlich wie die Tiere oder die Tiere verhalten sich wie wir Menschen. Das war nicht nur der Kater, noch eine andere Situation. Wenn ich da irgendwo in der Wohnung da Essen gemacht habe, irgendwas geputzt habe oder so, oder ich auch gesagt, das hat die Katze nicht interessiert. Wenn ich mich aber hingesetzt habe zur Meditation, kam ja eine Katze, da saß ich auch im Bett, war natürlich schon wohl vorbereitet, darunter war eine Plastikplane und darauf war so eine Tagesdecke. Und dann habe ich dann so also gesessen auf meinem Kissen. Und dann kam so die eine Katze an, guckte zu mir hoch, machte so, guckte hoch. Und ich, mein Blick blieb ganz ruhig, machte die Katze wieder so, guckte hoch. Und dann hat sie da hingepisst. Also, weil ich ihr keine Aufmerksamkeit geschickt habe. Und dann dachte sie, wenn ich jetzt dahin pisse, dann gibt er mir Aufmerksamkeit. Und in einem Fall, ne, da hatte dann die Katzenbesitzerin, ne, der sich dann auch mal so zur Meditation so hingesetzt, ne, die Katze sprang ihr auf den Schoß. Ne. Und dann dachte sie, sie hat ein Meditationserlebnis. Auf einmal war der Schoß ganz warm. Da hatte ihr die Katze in den Schoß gepisst. Weil die Katze ist der Herrscher. Du gehörst der Katze. Nicht dir gehört die Katze, ist anders wie beim Hund. Und so habe ich ganz viele Beispiele mitbekommen, wenn die Katzen die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Dann haben sie auf diese Art und Weise neurotisch reagiert. Eigentlich so, wie auch die Menschen untereinander. Ich habe es ganz oft so beobachtet, solche Situationen, wo sowas passiert. Ne? Kind spielt die ganze Zeit, ne? Die Mutter sitzt allein mit dem Kind da und dann fängt sie mit einem fremden Mann an zu reden. Das ist meine Mama. Aus dieser Haltung. Das ist meine Mama. Ja. Sind das noch die dumpfen Haltungen, die bei Menschen dann auftreten, vom ursprünglich, weil es mal ein Tier war, so wie es beim Tier denn? Ja, du musst ja vorstellen, dass unser ganzer Geist ist immer von allen Komponenten aller Daseinsbereiche durchdrungen. Der Stolz des Götterbereichs, die Eifersucht der eifersüchtigen Götter, Hungergeist, Verhalten, diese Gier, die wir haben. Dann natürlich auch die höllischen Zustände, wo wir uns selbst und anderen die Hölle machen. Also wenn wir total von Hass und Zorn aufgeraucht sind. Und dann natürlich auch unsere dumpfen Anteile, die wir in unserem menschlichen Leben haben. Das ist tatsächlich dann Eindrücke aus dem Tierbereich. Wenn du so Leute mitbekommst, wo zum Beispiel Dummheit und Stolz einhergehen, das habe ich oft beobachtet, dass die Kombination zwischen Stolz und Dummheit, denn unter Tieren ist Stolz auch ziemlich weit verbreitet. Also gerade bei Haustieren, ich weiß, die eine der drei Katzen, sie am Kartäuser, die saß quasi so auf der Couch, also oben auf der Lehne, lag sie dann so, so wie die Sphinx so. Und dann sagte ich, Minka, komm mal runter. Also so eine stolze Position hast du nicht. Nein, eben nicht.
Also das ist so hingelegt. Ne? Aber so, ah, ich bin der Herrscher von diesem Palast hier. Ne? Und sie hat auf die Ansprache sofort reagiert und hat sich ganz natürlich hingesetzt. Ne? Also das gibt es auch bei den Tieren in der Wildbahn und bei den Hunden, wer ist der Dominante? Beobachten. Ne? Das ist immer die Frage, ob wir hingucken, was passiert da eigentlich, was wir sehen. Aber wir wollen es ignorieren. Ne? Wir ignorieren solche Sachen, denn würden wir bei dem Tier wirklich das menschliche Verhalten drin sehen, würde die Gefahr bestehen, dass wir verstehen würden, dass wir auch irgendwann als Tier wiedergeboren werden und dann irgendwann zur Schlachtbahn geführt werden, was wir ja nicht gerne wollen. Und an solche Leben wollen wir uns auch nicht erinnern. Wir wollen gerne immer Menschenwesen sein. Und wenn wir an frühere Inkarnationen denken, dann waren wir immer irgendetwas Tolles an irgendeinem Hof. Wir waren immer irgendetwas etwas Besonderes, etwas Besseres. Oder wir waren etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes, damit wir dann damit angehen können. In früheren Leben war ich ein ganz, ganz schlimmer Finger. Wer will schon irgendwas Bedeutungsloses sein. Ne? Unser Ego will immer das Gefühl von Bedeutung haben. Deswegen, wenn Kinder irgendwelche Eindrücke erzählen, dass wie ein 2,5-jähriges Christlich aus in einer Familie, die ganz streng in einer strengen christlichen Gruppierung angehört, und sie dann mit 2,5 Jahren zu ihrer Oma sagte, ich war schon mal ein Junge und ich war schon mal ein Arzt. Was wir dann wegtun als reine, das ist Fantasie. Wir behaupten, es ist Fantasie. Aber woher wollen wir wissen, dass das Fantasie ist? Wenn das, warum sollte das Kind sein, ich war schon mal ein Arzt? Das ist ja Quatsch, ne? Ja. So, habt ihr dazu Fragen? Keine Fragen. Alles verstanden, gut. Ja, die, auch wenn davon gesprochen wird, die Seltenheit eines kostbaren Menschenkörpers, den besonderen Menschenkörper, den gibt es häufiger, aber den kostbaren Menschenkörper, den gibt es ganz selten. Ob wir einen kostbaren Menschenkörper vom Besonderen zum kostbaren Menschenkörper wandeln können, das ist unsere Entscheidung. Auch es ist auch unsere Entscheidung, zu einem besonderen Menschenkörper zu kommen, wenn wir zum Beispiel irgendwo noch gar nichts mit der Lehre des Buddhas, noch gar nichts davon kannten, ne? Wie bei Christopher Du, ne? Du kennst es ja nur über Ramon, ne? Dann warst du vorher, kanntest du das nicht? Also vorher warst du ein gewöhnlicher Menschenkörper. Jetzt, wenn du mit der Lehre des Buddhas in Kontakt kommst, entwickelt sich dein normaler, gewöhnlicher Menschenkörper zum besonderen Menschenkörper. Wir, die wir hier in der Regel sitzen, haben keinen kostbaren Menschenkörper. Den müssen wir entwickeln. Wir müssen ganz viel dafür tun, dass wir den kostbaren Menschenkörper haben. Wir lernen in den Texten, was ist ein kostbarer Menschenkörper. Und es liegt an unseren Handlungen, ob wir einen kostbaren Menschenkörper erlangen oder nicht. Es ist nicht fremdbestimmt. Es liegt in der Kraft unserer eigenen Entscheidung. Dann das, was von der Lehre des Buddhas notwendig ist für einen kostbaren Menschenkörper, ist zu 100% vorhanden in unserer Gesellschaft. Also wir haben, zum Beispiel in Deutschland haben wir, was ich jetzt so weiß, also mindestens 4 echte Kachi-Lamas. Wir haben 1, 2, 3, ich glaube 4 oder 5 echte Geishas. Also die aus der Kultur auch kommen, die das wirklich verstanden haben. Ja, also wo das wirklich echt da ist, wir haben die Literatur. Es ist ganz viele Sachen, die für uns wesentlich und wichtig sind, sind aus dem Sanskrit oder Tibetischen ins Deutsche oder beziehungsweise ins Englische übersetzt worden. Also da haben wir von der Lehre des Buddhas haben wir eigentlich 100 Punkte damit zusammenzukommen. Es nimmt diese 100 nimmt ein bisschen ab, weil bestimmte Lehrer kommen nicht mehr in den Westen. Sie sagen, es ist sinnlos, in den Westen zu gehen und dort zu versuchen, den Leuten die Lehre des Buddhas beizubringen. Wenn sie selbst nach 30, 20, 30 Jahren immer wieder mit derselben Frage kommen, ja, Rinpoche, kannst du uns nicht Erklärung geben, wie können wir
die Lehre des Buddhas im Alltag integrieren. Und der Rinpoche versteht das nicht. Nach 30 Jahren. Da müsste doch mal was passiert sein. Da müsste doch mal ein Verständnis entstanden sein. Passiert aber nicht. Kein Verständnis und nichts. Es funktioniert einfach nichts. Und warum? Weil wir denken dann über, ja, vielleicht gibt es Wiedergeburt, aber vielleicht auch nicht. Und ist es wirklich so, dass immer, wenn ich leidvoll handle, dass das auf mich zurückfällt? Nee, also das glaube ich nicht. Denn die Leute vergessen das ja dann auch und dann bin ich ja dann weg und dann kriege ich es nicht ab. Und dann, naja, ob das wirklich so etwas wie Erleuchtung oder Buddha-Länder gibt oder ob es diese Yidams gibt, ne, wenn wir jetzt hier die grüne Tara sehen, ne, gibt es die grüne Tara wirklich? Ja, das ist sehr wahrscheinlich nur tibetische Kultur und Wiedergeburt, ne, wie eine berühmte deutsche Nonne aus Hamburg sagt, die Lehre des Buddhas ist nichts anderes als eine Religion wie jede andere, da kannst du glauben, was du willst. Ja, ist doch klar, dass dann die Ergebnisse entsprechend schwach sind. Ja. Damit funktioniert es nicht. Und dann sagen sich Lehrer, ja, dann kommen wir eben nicht mehr. Das ist wirklich, Boka Rinpoche, das war eigentlich der erste um 1991, 92, dass er sagte, er kommt nicht mehr in den Westen. Weil er mitbekommen hat, dass die Leute kein Interesse haben. Boka Rinpoche ist dann irgendwann gestorben, man hat seine Wiedergeburt gesucht und er selber hat seine Unterweisung, sagt er, ja, wenn die Westler Unterweisung von ihm hören wollen, dann sollen sie eben nach Indien kommen. Er ist dann gestorben, ist dann auch irgendwo in Indien oder Sikkim, ne, da wiedergeboren. Ne? Und wenn ihr euch anguckt, die Wiedergeburt, das ist ein so fröhlicher Tulku, der weiß, was ist. Ne? Der wusste von Anfang an, was er so von der Welt zu erwarten hat. Ne? Bei Tengger Rinpoche war es etwas ganz anderes. Tengger Rinpoche hat uns Western vertraut. Er hat wirklich jede Stunde um Stunde und jeder durfte zu ihm kommen, jeder durfte von ihm. Das hat er aus Mitgefühl getan und er hatte wirklich die Hoffnung, dass die Leute das auch wirklich nutzen würden. Er war fest davon überzeugt. Und dann, als seine Wiedergeburt gesucht wurde mit Hilfe des 17. Karmapas, da entstanden ganz viele Hindernisse. Als er dann schlussendlich gefunden wurde und man sieht ihn dann als Tulku, es ist wirklich der traurigste Tulku. Ne? Also es ist wirklich, man sieht das, also so ein ganz trauriges Gesichtsausdruck. Ne? Im Verhältnis zu Boka Rinpoche. Boka Rinpoche, ja, und ist mit seinem Kempo Lhotro Donye zusammen, den er vorher war, sein Schüler jetzt überträgt, sein Kempo ihm, das alles, das ist so schön. Die Hoffnung heißt, das stirbt zuletzt. Ne? Und auch bei den großen Lehrern kann man sagen, es stirbt die Hoffnung zum Schluss. Sie versuchen bis zum Schluss alles zu machen. Natürlich, eigentlich in der buddhistischen Tradition sind die großen Lehrer sind frei von Hoffnung und Furcht. Sie tun einfach das, was sie können, aber sie sind trotzdem, weil sie letztendlich eins mit allen fühlenden Wesen sind, wenn man die höhere Sichtweise versteht, und sie bekommen dann mit, wie sehr die Wesen leiden. Das führt dann dazu, dass sie versuchen, noch mehr Anstrengungen zu unternehmen, um den Wesen zu helfen, aus dem Daseinskreislauf zu kommen. Stellt euch vor, ihr seid, kommt an irgendeinem See vorbei und ein großes Schiff ist zerbrochen und ihr seht, wie die Leute am Ertrinken sind und ihr wisst, ich habe hier ein paar Bretter, die werfe ich erstmal ins Wasser rein und dann, ich kann gut schwimmen und dann weiß ich hier an so ein langes Brett, da können sich 10 Leute dran, an denen nochmal 10 Leute, dann werdet ihr alles tun, dass diese Leute nicht ertrinken. Oder sagt, wieso, ihr hättet doch nicht auf das Schiff gehen brauchen, dann würdet ihr jetzt nicht ersaufen. Also tschüss, macht's gut. Ab zur nächsten Inkarnation. Vielleicht habt ihr dann Glück und nehmt nicht das, versucht nicht übers Wasser zu gehen, sondern trampelt dann durch die Wüste. Dann siehst du, ja, hier gibt es zwar eine Oase, aber die wollen alle in die Richtung rennen. Dann lässt du sie wieder verdursten, ertrinken, verdursten, verbrennen. Wenn ein Haus brennt, dann hilfst du dann eben nicht. Nein, das kann ein Bodhisattva nicht. Die Bodhisattvas werden immer und immer wieder kommen. Egal wie bescheuert und rigide wir uns verhalten gegen die Erkenntnis, das, was uns innewohnt ist. Denn die Qualitäten des vollkommen erwachten Buddhas, komplett, die ganzen 84.000 Unterweisungen, all das ist
in uns innewohnen. Es ist nur zugedeckt. Es ist nicht so, dass der Lehrer uns erleuchtet macht, wie man im Christentum sagt, der liebe Gott segnet uns. Ne? Und wie mal ein sehr liebenswürdiger Muslim, ein Professor Andersch, zu mir sagte, Horst, du musst an Gott glauben. Ich bin fest davon überzeugt, du glaubst an Gott, denn nur wenn man an Gott glaubt, kann man freundlich und nett sein. Weil Gott ermöglicht uns, freundlich und nett sein. Ohne Gott sind wir nur verdorbene Ware, so ungefähr, so sinngemäß. Und dann sage ich, nee, ich kann an keinen Gott glauben. Und der Buddha hat aufgezeigt, wir entscheiden uns, ob wir heilvoll oder leidvoll handeln. Es ist unsere Entscheidung, ob wir den karmischen Impulsen folgen oder nicht. Die Macht liegt in unserer Hand. Und das Verrückte ist das, was wir auch nicht begreifen wollen, dass wenn wir uns entscheiden, diesen Weg zu gehen und ihn umsetzen, reißen wir die ganzen Wesen, die mit uns verbunden sind, in den Kanal der geistigen Befreiung vom Gesetz von Ursache und Wirkung, gegenseitiger Abhängigkeit. Ist so. Wenn wir diesen Weg verwerfen, also besonders wenn wir ihn wirklich aufgenommen haben, jetzt einfach du lernst etwas kennen, so ein bisschen davon, aber von denjenigen, die Zuflucht genommen haben, wenn wir die Zuflucht dann verwerfen, reißen wir nicht nur uns selbst, sondern alle Wesen, die mit uns verbunden sind, reißen wir in Höllenzuständen. Und versucht euch das an dem Leben, das wir jetzt leben, da könnt ihr euch den Beweis ableiten. Das ist nicht irgendwie eine Sache von, wie sagt man, von einer Vermutung. Wisst ihr, warum Helmut Schmidt Zeit seines Lebens so extrem hoch verehrt wurde? Du müsstest es wissen. Ja, weil er die Flut damals dirigiert hat. Er hat, als die große Flut in Hamburg war, da wären wahnsinnig viele Menschen wären ertrunken und umgekommen. Und damals war Helmut Schmidt der Oberbürgermeister von Hamburg. Und er hat gegen die Regel der Gesetze gehandelt, und hat die Oberorganisation übernommen zwischen Bundeswehr, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk und allen privaten Helfern. Er hat das durchorganisiert. Das widersprach den deutschen Gesetzen. Und er hat wahnsinnig vielen Menschen das Leben gerettet. Und dieses, was er da getan hat, das hat ihn getragen. Und in dem, wo er das getragen hat, er hat, müsst ihr euch überlegen, er hat bis zum Ende seines Lebens, der war Kettenraucher. Der ist, glaube ich, 94 oder 96 Jahre alt geworden. Und selbst die letzten Reden, immer wieder, man hat ihm immer Verehrung und seinen Worten Gehör geschenkt. Als er dann gestorben war und man dann alte Reden genommen hat und sie versucht jetzt zum Beispiel, damals Angela Merkel oder Olaf Scholz der Regierung vorzuhalten, das, was damals Helmut Schmidt gesagt hat, dann nehmen Sie das nicht an. Sagen Sie, ja, der war ein alter, verwirrter Mann. Aber als er das ausgesprochen hat, zu dieser Zeit, waren seine Worte hochgeschätzt und geehrt. Wir leben in einer degenerierten Welt, wo alles sich leider immer mehr zum Leidvollen entwickelt. Und das ist unsere Entscheidung, ob wir diesen leidvollen Fluss befördern oder zum Versiegen bringen. Es beginnt in uns. Wir entscheiden, wie die Welt ist, mit uns. Wir infizieren, ne, wo ich immer sage, ich habe so den Traum, dass es eine Bodhicitta-Pandemie gibt, dass alle Wesen von Bodhicitta infiziert werden. Das ist so mein Traum. Denn wenn man einmal wirklich von Bodhicitta infiziert ist, dann ist es für jede Person, die Bodhicitta entwickelt, es ist eine extreme Erleichterung. Die Lasten, die wir tragen, werden so einfach. Das Leben wird als das gesehen, als das, was es ist.
Und wir sehen, wie die Wesen darin gefangen sind. Und wir haben kein anderes Interesse mehr, als den Wesen zur Seite zu stehen. Ja. Das ist das, was es eben ausmacht, zu gucken, was Handlungen, welche Handlungen Auswirkungen haben. Genauso, wenn man jetzt an Politiker denkt, die nicht in unsere Vorstellungsreihen passen, in unserer Gesellschaft, wenn jemand nicht die Lieder der Allgemeinheit singt. In der Politik ist genau dasselbe wie im Buddhismus. Ich singe nicht die Lieder deutscher, europäischer oder westlicher Buddhisten. Also ist das, was ich sage, für die Leute etwas Unangenehmes, weil ich nichts vertrete von dem, was die westlichen Buddhisten so, wo sie sagen, wir müssen einen westlichen Buddhismus entwerfen. Auch Leute, die, ich sage euch wirklich, die sind viel intelligenter und haben viel mehr gelernt, als ich jemals, mein Leben reicht gar nicht aus, so viel zu lernen, wie diese Leute gelernt haben, die zusammen mit buddhistischen Professoren, also mit Geishes, mit Kempos studiert haben, jahrzehntelang. Und wo dann eben als Ergebnis rauskommt, ihr merkt, ich erwähne das immer wieder, man kann es nicht oft genug betonen, wenn dann westliche Buddhisten, Buddhismus 2.0, Wiedergeburt sollte man sein lassen, man kann es eh nicht überprüfen, das ist dann eben eine asiatische Vorstellung. Der Buddha hat gesagt, dass wir sollen nur die Dinge übernehmen, die wir überprüfen können. Ja, und dann, das ist so ein bisschen wie die Statik funktioniert nicht. Du kannst zwar die ganzen Formeln ausrechnen, kannst Zahlen einsetzen, dann kommen hinten die gleichen Zahlen an, aber du kannst diese Zahlen nicht in das Prinzip eines Bauwerks in der Statik zum Beispiel einsetzen, dass du verstehst, wo das, dass du diese Zahlentheorie in die Praxis umsetzen kannst. Und so gibt es dann theoretisch gesehen ganz viele mathematische Buddhisten, die das alles zwar die Formeln auswendig gelernt haben, sie können aber keine dieser Formeln auf eine normale Arbeitssituation anwenden. Also das, diese praktische Verbindung, die schaffen sie dann nicht. Und, oder die andere ganz berühmte Frau, die dann eben sagt, ja, der Buddhismus ist eine Religion wie die andere, da kannst du glauben, was du willst. Der andere sagt, Wiedergeburt brauchst du nicht. Die anderen sagen, wir können nur Buddhismus und Therapie müssen zusammen gemacht werden, und nur das funktioniert. Und wir brauchen westlichen Buddhismus. Dann schon vor 30 Jahren hatten Leute angefangen, da gibt es diesen Text, der heißt Umendro, die vorbereitenden Übungen, wo es dann also wirklich man dann tief einsteigt. Das sind nicht nur die vier grundlegenden Gedanken, sondern die vier vorbereitenden Übungen. Dann haben die gedacht, ja, es gibt dann so 5, 6 verschiedene Linien. Dann haben die Leute sich die Nöndro-Texte der verschiedenen Linien genommen und haben ein eigenes Nöndro entworfen, wo alle Elemente quasi von der Struktur drin sind, und haben sich dann so das selbst zusammengelegt. Und das Interessante ist, was ich mitgekriegt habe, westlicher feministischer Buddhismus, wo dann eine Übertragungslinie, wo dann die grüne Tara als erste Feministin dasteht und man dann Frauenrechtlerin quasi in die Übertragungslinie der weiblichen Buddha-Aktivität gesetzt hat, also wo die Leute dann ganz profane, ganz weltliche Frauen, die sicherlich etwas geleistet haben, die man dann dort in diese Reihe einsortiert. Und dann ist es natürlich, funktioniert dann nichts mehr davon. Das ist so, es sieht nur aus wie ein Auto, es fehlen ihm die Räder oder die Räder sind dran und es fehlt ihm das Getriebe oder der Tank oder der Motor, wie wir gestern schon drüber gesprochen haben. Je nachdem, wo du etwas wettmachst, äußerlich macht es noch den Eindruck, dass es die Lehre des Buddhas ist, aber die Elemente, die weggenommen oder verändert wurden, die sieht man dann nicht mehr. Also als Außenstehender sieht man sie nicht und deswegen denkt man, ja, das ist doch alle dasselbe und dann kannst du nicht einfach behaupten, das ist es nicht mehr und so weiter. Natürlich kann man das nur dann beurteilen, wenn man sich wirklich mit dieser Materie auseinandergesetzt hat, und richtig beurteilen, ob irgendetwas so ist oder nicht ist, wenn du selbst die Erfahrung der Natur des Geistes hast. Dann kannst du ganz genau sehen, wo etwas schief läuft. Aber das bedeutet nicht, wenn du die Natur des Geistes erkannt hast,
dass du dann frei von Fehlern bist. Das befreit dich nicht davon. Du siehst die Realität, wie sie ist. Auf der anderen Seite behältst du aber auch deine Angewohnheiten, deine Störungen, Gefühle. Wie es heißt, bis zur siebten Bodhisattva-Stufe ist eben dann immer noch, das sind die unreinen Bodhisattva-Stufen. Diejenigen sind zwar befreit, aber sie unterliegen immer noch den Tendenzen von Gier, von Stolz, von Neid, von Unwissenheit. Einer fehlt noch. Also es sind eigentlich fünf Setter, wie das bei mir ist, wie viele Lücken ich immer habe. Die sind dann eben noch da. Ja, und dann gibt es da eben Probleme. Die Frage ist nur, ob diese Leute, ne, diese Rinpoches oder auch die Lamas Rinpoches und so, wenn sie die Unterweisung geben, sind die Unterweisungen makellos? Da muss ich wirklich sagen, von über 60 Lehrern, die Lehren waren alle makellos. Jetzt könnte jemand sagen, Horst, woher willst du wissen, dass sie makellos sind? Dann bedeutet das, dass du ja denkst, du wüsstest besser als die anderen, dass du das sagen kannst. Das ist doch ziemlich einfach. Ob du jetzt einen Grundschullehrer hast, einen Oberstufenlehrer hast, einen Dozenten an der Uni hast, der, wo Mathematik studiert wird, oder einen Doktor in Mathematik hast oder einen Doktorprofessor in Mathematik hast. Wenn alle in der Schule das kleine 1x1 lehren, dann ist das 1x1, was sie lehren, ist bei allen perfekt richtig. Wenn in der Hauptschule haben wir ja auch Algebra gelernt. Wenn das Algebra da gelehrt wird, dann ist das Algebra dort genauso gut, das, was sie dort lehren, wie das von dem Professor. Weil das bleibt, das Algebra ist Algebra. Und wenn ein Lehrer die so weit lehrt, wie er die Erfahrung hat, und das, was er dort gelehrt hat, und du kannst das vergleichen mit all den anderen Lehrern, weil das Algebra, quasi als wäre jetzt bis Algebra bei den ganzen Lehrern, brauchst du in jeder Unterweisung hast du dieses Algebra drin. Und wenn da keine Fehler drin sind, dann ist die Unterweisung doch perfekt. Weil, warum ist sie fehlerfrei? Weil sie identisch ist, sie ist kompatibel. Das Algebra, ich sag mal, von dem Lama, der aus Asien kommt, der drei Jahre, drei Monate und drei Tage in Zurückziehung gelebt hat und der erfolgreich dieses Retreat abgeschlossen hat. So, und er darf eben jetzt offiziell als Lama bezeichnet werden. Dann hast du einen Gelehrten, der jetzt kein Dreijahresretreat gemacht hat. Der hat die ganzen Texte, Schriften und all das gelernt. Und die Basis von allem im Dreijahresretreat, die Basis des Gelehrtseins, die Basis bei einem Rinpoche sind immer identisch und dann hast du immer das Identische. Deswegen ist mein Vertrauen, was ich selber in die buddhistische Lehre habe, beruht auf der Überprüfung, und zwar stufenweise. Ich kann nicht mathematische Theorie, wenn ich noch nicht mal die Grundrechenarten wie mal nehmen, teilen, Algebra, wenn ich das noch nicht mal drauf habe, kann ich doch nicht die mathematischen Theorien überprüfen. Das ist doch logisch. Ne? Und da wir ja nicht die höheren Sachen verstehen, können wir auch nicht sagen, sie sind besser oder schlechter. Selbst wenn die großen Lehrer etwas erzählen aus der Theorie, wir aber die Grundlagen nicht haben, dann intellektualisieren wir nur diese letztendlichen Sichtweisen, können sie aber nicht auf uns anwenden. Wir müssen lernen, die Dinge direkt auf uns anzuwenden, auf unseren eigenen Geist. Und zwar kontinuierlich. Immer und immer wieder brauchen wir innerlich dieses Gefühl, ich nehme Zuflucht, weil ich mein Leiden überwinden will. Und mein Leiden kann nur überwunden werden, wenn mein Geist ausgerichtet ist, Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen zu haben und dass mein Wunsch ist, diesen Wesen in Zukunft den Weg zu zeigen, um Befreiung zu erlangen, dass alle nicht mehr leiden, weil alle mit mir verbunden sind. Das ist ganz natürlich, das ist unsere Situation, das ist die Situation der Wesen. Dass wir das nicht auswendig lernen, sondern ergriffen sind davon, das zu tun.
Und wenn wir uns darauf einlassen, alle unsere weltlichen Sorgen, die fallen weg. Das heißt nicht, dass wir es dann nicht erleben. Das habe ich ja erlebt, ne? Diverse Beziehungen, wo die Frauen da weggerannt sind. Kann ich ja verstehen, aber ne, sie sind weggerannt. Aber was ich sicherlich nicht wollte, dass sie wegrennen. Okay. Und es ist meine Entscheidung, ob ich daran leide oder nicht. Ob ich in Verzweiflung verfalle, nämlich da ich eben weiß, dass alles, was zusammengesetzt ist, fällt auseinander. Versteht ihr? Alles, was zusammengesetzt ist, spätestens wenn der Tod kommt, fällt es auseinander. Wir wissen nicht, wann in der Beziehung wer zuerst stirbt, wer bleibt zurück. Wir wissen es nicht. Und ich habe in unserer, gerade in unserer Community, also die so quasi früher mal hier mit verbunden waren, ich glaube, 5 Frauen sind gestorben, also wo ich weiß, dass sie gestorben sind. Und eigentlich, was so zu uns gehört, ein Mann. Also diese Leute, ne? Also 5 Frauen und ein Mann. Also die Sterblichkeit der Frauen innerhalb der buddhistischen Gemeinschaft, innerhalb dieser Wahrnehmung, die ich hier vom Karma Tenjaling habe, ist 5:1. Also für Männer rein theoretisch, dass wir länger leben würden, so theoretisch. Ne? Normalerweise sagt man ja, die Frauen werden älter. Ne? Aber egal, wann die Beziehung zu Ende geht, mit dem Tod endet sie. Und wenn wir ganz starke Anhaftung haben, dann leiden wir. Und daher ist es ist wirklich sehr hilfreich. Es ist sehr hilfreich, die Jatakas, die Geschichten von dem Buddha aus früheren Leben, die Geschichten zu lesen, die der Buddha so bringt, ne, wo bestimmte Schüler von dem Buddha Probleme brachten, diese Geschichten zu lesen. Und sie einfach als 1:1 zu übernehmen, so wie es einfach erstmal da steht und nicht zu sagen, na hier, Wolf, der hat überhaupt keine Töchter. Ich habe seine Tochter noch nie gesehen und weil ich sie nicht gesehen habe, gibt es die gar nicht. Sondern wenn in der buddhistischen Lehre erklärt wird, der Buddha erzählt über den und den Schüler, oder es wird aufgeschrieben, der Schüler hat sich so und so verhalten und dann hat der Buddha erklärt, warum der und derjenige sich so und so verhält. Und dann nicht zu sagen, naja, nur weil ich es nicht überprüfen kann, ist es nicht so. Ne? Du bist ein Junggeselle, hast noch nie Kinder in die Welt gesetzt. Ah nee, stimmt nicht. Da hat ein Junge vorgegeben, er wäre ein Enkelkind von dir. Dann einfach zu sagen, ja, ich glaube dir nicht. Ne? Du sagst zwar, das ist dein Enkelkind, aber ich habe kein Vertrauen daran. Natürlich, wenn wir mit so einer Haltung an die ganze buddhistische Lehre rangehen, dann sage ich ganz ehrlich, dann bleibt lieber Atheisten, dann bleibt lieber Christen, dann bleibt lieber Sonntagschristen oder was auch immer ihr seid, werdet keine Buddhisten, betretet nicht den Pfad des Buddhas. Denn dann macht ihr euch mehr Probleme, als ihr jemals davor habt. Ne? Entwickelt Vertrauen durch Überprüfen. Und überprüft es immer. Ich habe mindestens 15 Jahre hauptsächlich nur die immer wieder kontempliert über die 4 grundlegenden Gedanken, nicht die 4 vorbereitenden Übungen, nur die 4 grundlegenden Gedanken, kostbarer Menschenkörper, Vergänglichkeit, Gesetz von Ursache und Wirkung und Leiden. Sag mir, ja klar, du bist ja auch ein bisschen einfällig. Stimmt, bin ich sehr helle. Also ich bin immer dabei geblieben und habe das untersucht und durch diese Untersuchung wurde mein Leben einfacher. Um mich herum, die Leute hatten kein einfaches Leben, aber die sind alle gebildeter geworden, als ich es jemals war. Dann haben sie Tibetisch gelernt und dann haben sie mit den höchsten Lehrern studiert und dann haben sie Studienkurse mitgemacht über diesen Text und jenen Text, haben diese und jene ganz spezielle höchste Unterweisung gekriegt und sind ganz stolz, dass sie diese Unterweisung gekriegt haben. Aber leiden tun sie immer noch genauso wie vorher. Man sieht es, das Leiden von den Leuten hat nicht abgenommen. Sie schlucken es runter. Sie ignorieren es, ne? Und dann sieht man es in ganz bestimmten Konstellationen, wo sie dann denken, sie sind irgendein Wessi-Lama, ne? Und wo sie dann wirklich ganz bewusst jemanden, den sie zur Weißglut gebracht haben, dann anderen vorführen, Situationen schaffen, dass der dann nochmal ausrastet, damit eben alle das dann mitbekommen. Ne? Das ist unsere westliche Praxisart, die wir drauf haben. Ne? Macht das nicht, Leute. Wenn ihr irgendetwas macht mit der Lehre des Buddhas, nehmt sie ernst. Seid betroffen davon
dass ihr wisst, ihr werdet alles verlieren. Setzt euch zu Hause hin. Alles, was euch lieb und teuer ist, ihr werdet es verlieren. Eure Kinder werdet ihr verlieren. Eure Kinder werden euch verlieren. Irgendwann geht das auseinander. Alles, was ihr angesammelt habt, wird zurückbleiben. Ihr werdet nichts festhalten können. Freundet euch mit der Vergänglichkeit an. Tut es einfach. Versucht nicht zu sagen, nee, und ich werde doch nicht sterben. Ich lebe noch ganz lange. Ich will ja ein bisschen das Leben noch genießen. Ey, wir haben so viele Leben gehabt, wo wir alles genossen haben und ist nur Scheiße draus entstanden. Sorry. Ne? Wenn wir heute in der Situation sind, dass wir die Lehre anwenden können, dann haben wir zum ersten Mal wirklich in unserem Leben etwas Konstruktives gemacht. Ne? Denn die meisten Menschen, wenn sie im Westen auch vielleicht in früheren Leben schon mal mit der Lehre des Buddhas zusammengekommen sind, sie haben es nicht konstruktiv umgesetzt. Ne? Ich kenne jemanden, da hat ein Lehrer zu einem anderen gesagt, hat ihn mal gefragt, ja, wieso? Und er sagte, ja, du warst mal ein Mönch an meinem Kloster. Und derjenige, ne, bis ins hohe Alter, er hat kein Problem gehabt, er raucht und hat Anhaftung an Rauch und gibt es nicht auf. Im Laufe der Zeit, als er in diesem Leben mit dem Buddhismus zusammengekommen ist, am Anfang ganz viel Buddhismus, dann ganz wenig, dann ist er bei extremen Christen gelandet, dann ist sein Vertrauen geschwunden, dann hat er wieder Vertrauen entwickelt, immer ein Auf und Ab. Warum ist das passiert? Weil die vier grundlegenden Gedanken, wenn die nicht eins in deinem eigenen Bewusstseinsstrom sind, da kannst du so viel studieren und dich hinsetzen zur Meditation und kannst Mudras und Visualisierung machen. Nichts davon funktioniert. Gar nichts. Das ist so, als wenn du aus der Mathematik sagst, ja, also ich mache gar nichts mehr mit Zahlen. Also in der Mathematik brauchen wir ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0. Das brauchen wir ja zum Ausdruck, damit wir überhaupt verstehen, was Mathematik ist. Und dann, wie sich das dann verhält, wenn wir dann irgendwelche Symbole für etwas einsetzen, x, y und so weiter, wo wir irgendwelche Zahlen dann aufeinander packen und dann sehen, 9 ist nicht nur 9, wie sagt man, 9 ist 3 hoch 2. Dann ziehen wir die Wurzel aus 9 und dann kriegen wir 3 raus. Ne? Aber wir brauchen 9 und wir brauchen 3 und wir brauchen die 2. Die vier grundlegenden Gedanken sind im Buddhismus, in der Lehre des Buddhas, sind sie die Zahlen, die man in der Mathematik braucht. Die vier grundlegenden Gedanken sind das, was wir brauchen, um diesen Pfad gehen zu können. Wenn ihr euch auf die vier grundlegenden Gedanken einlasst und euch selbst dazu in Beziehung setzt, all eure Lasten, all eure Sorgen werden alleine dadurch weniger werden. Der Stress lässt nach. Du weißt ja, Auto kaputt ist halt so, okay, alles ist vergänglich. Wenn du ein neues Auto hast, hast du einen Kratzer da drin, dann flippst du nicht gleich aus. Wenn es meistens Porzellan von Oma auf den Boden fällt, in 1000 Scherben und das Ding war vielleicht 7.500 € wert. Ja, überleg mal, 7.500 € heute, 7.500 € vor 15 Jahren, 7.500 € umgerechnet in D-Mark, nominell gesehen 15.000 D-Mark, dann überlegt 15.000 D-Mark Mitte der 80er, Mitte der 90er, Mitte der 80er, dann geht weiter zurück, Mitte der 70er, 60er und 50er, 15.000 € in den 50er Jahren, ey. Das war so ungefähr, was wir so heute haben, ungefähr 250.000 wert. Mein Bezug ist Bauern. Mein Stiefvater mit meiner Mutter, die haben zusammen ein Haus gebaut, hat knapp 120.000 D-Mark gekostet. Wenn ich überlege, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren hier reingesteckt haben, 300.000 D-Mark, ohne die Dachziegel, da kommt dann noch was drauf, was wir hier reingesteckt haben. Ein Handwerk sagt nicht, noch zusätzlich, wenn wir unsere Arbeit, die wir da reingesetzt haben, noch da drauf machen würden, dann wären wir bei einer halben Mille. Da kann man sehen, wie wertlos das geworden ist. Dass ihr seht, die Werte sind so relativ. Das Einzige, was wirklich Wert hat, ist das, was ihr in eurem Geist ändert. Und das nehmt ihr überall hin mit.
Auch wenn der Körper zerfällt, das nehmt ihr mit. Alle Ruhm, Anerkennung, Geld, alles, was ihr habt, das werdet ihr verlieren. Sobald der die letzte Schnappatmung, da ist man tot. Da bleibt alles zurück. Und wenn die Leute dann euch danach auch verehren, aber davon merkt ihr nichts, weil ihr irgendwo in San Francisco oder in Japan oder in Italien Sohn eines Mafiosi geworden seid oder Tochter eines Mafiosi oder ihr seid in der Türkei in einer muslimischen Familie, vielleicht Sohn und Tochter eines Imams oder in einer jüdischen Familie, in einer Rabbi-Familie wiedergeboren worden, ne? In einer friedlichen, in einer radikalen, das wisst ihr nicht. Entscheidend ist das, was wir mit unserem Geist machen. Und unser Geist, wie der ist, der bestimmt unsere Zukunft. So, jetzt machen wir die Widmung, wenn das okay ist für euch. Und dann machen wir heute Nachmittag um 3. Mögen alle durch diese Verdienste Allwissenheit erlangen und ihre Feinde, das heißt ihre Fehler, vernichten, um dann frei zu sein vom Meer der Existenzen, das aufgewühlt ist durch die Wellen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. So wie der Held Manu schrieb, der die Dinge kennt, so wie sie sind, und auch wie Samanabhadra werde ich, ihrem und dem Vorbild aller Buddhas und Bodhisattvas folgen, studieren und alle diese Verdienste vollkommen widmen. Mögen alle Wesen durch diese heilvollen Handlungen die Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit vollenden und die aus der Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit entstehenden beiden wahren Körper eines Buddha erlangen. Möge mit dem Segen des Erlangens der drei Körper eines Buddha, dem Segen der unwandelbaren Wahrheit Dhammata und dem Segen der vollständigen Zusammenkunft des Sangha, indem ich auf diese Weise widme, meine Wunschgebete in Erfüllung gehen.